Luti, wir haben ein lustiges Feature entdeckt. Luti. Wenn ich mich mit dem Avatar auf den Sessel setze, werde ich jedes Mal größer. Watch this. Wir sind zurück. Wow, ich habe einen anderen Avatar. Cool. Willkommen zum zweiten Teil der F-Zensur-Millionen-Show. Diesmal mit einem anderen Avatar, weil der alte Avatar beschlossen hat, jedes Mal größer zu werden, wenn ich versuche, mich hier hinzusetzen. Wunderbar. Wir haben heute nur die Kandidaten da, die letztes Mal noch nicht dran waren. Momentan anwesend sind Captain Kreativ, theoretisch, Pino, No Player, Fossil, Skyrick, nochmal Captain Kreativ, der später zu dazustoßen wird, Pino, No Player, Pino, er erhöht seine Gewinnchancen, drei Fossil. Wir sehen, wie die Map langsam auseinanderbricht. Da ist ein riesiger Schriftzug quer durchs Studio. Wir wissen nicht warum. Ich kann mich nicht mehr normal hinsetzen mit dem anderen Avatar. Wir wissen nicht warum. Und die Leute sind mehrmals eingetragen, weil sie sich auf verschiedene Sessel gleichzeitig gesetzt haben. Wunderbar. Ihr kennt schon alle die Regeln von Fastest Finger. Ihr bekommt alle eine Frage. Vielleicht funktioniert es diesmal. Ich bezweifle es. Der, der die Frage als erstes am schnellsten richtig beantwortet, kommt in die Mitte auf den Hot Seat und hat die Möglichkeit, bis zu 5000 Worldcoins zu gewinnen. Die 10.000 Worldcoins sind schon letztes Mal vergeben worden an Nidovic. Die Fastest Finger Frage für heute lautet. Put these types of pasta into alphabetical order. Seht ihr alle die Frage? Ja. Ja, teilweise nein. Okay. Viel Glück, hier sind die Antwortmöglichkeiten. Die sind bei mir ständig verschwunden. Ja, das sind wir so gewohnt, Pino. Fastest Finger ist super buggy. Mal schauen, ob es irgendjemand richtig hat. Die richtige Reihenfolge wäre gewesen: Farfalle, Linguini, Bene und Rigatoni. Hat das irgendjemand richtig? Unmöglich. Unmöglich. Ich hätte es reingetippt, aber ich durfte ja leider nicht. Du hättest es reingetippt? Bist du denn unser erster Freiwilliger? Wer will das erstes? Fossil zeigt auf dich, Pino. Na komm. Ein Stück. Musik! Pino, du hast es kaum erwarten können, dass du hier endlich in der Mitte bist, oder? Ich hätte gern mehr Geld gewinnen können, wollen, aber... Bist du nicht derzeit ja. Die reichste Person auf FCN-Server? Keine Ahnung, kann sein. Ich habe das dickste Konto, aber vielleicht hat noch irgendwer Schwarzkonten, die zusammengehören, das hat viel mehr Geld. Wer was? So Schattenregierung und so. FCN-Research irgendwie. Oh, Research, das geheime Research-Konto. Weißt du, wie das Spiel funktioniert? Ich glaube, ich muss Fragen beantworten.
Du glaubst, glaube, muss mehr muss raten. ich gar nicht wissen. Richtig, ja. Also, es gibt 15 Fragen, die immer schwieriger werden, und bei jeder richtigen Antwort verdienst du mehr Geld dazu. Es gibt zwei Sicherheitsstufen, das hast du einmal bei 1000 Dollar, beziehungsweise 100 Worldcoins, nein, 10 Worldcoins, und einmal bei 320 Worldcoins. Das heißt, falls du dazwischen eine Frage falsch beantwortest, fällst du auf die vorherige Sicherheitsstufe zurück. Vor jeder Frage kannst du sagen, es ist genug, und du gehst mit dem Geld, das du gerade dabei verdient hast. Und du hast drei Joker. Ein 50-50-Joker, der fa zwei falsche Möglichkeiten ausschließt. Ein Telefonjoker, um irgendjemand hier aus dem Studio oder vielleicht aus dem Discord anzurufen. Und ein Publikumsjoker, der einfach eine Abstimmung startet und im Publikum, damit sie abstimmen können, was sie glauben, die richtige Antwort ist. Alles Okay. klar? Ja? Dann fangen wir an. Die erste Frage für ein Worldcoin lautet: Kermit the Frog, Miss Piggy and Gonzo are all examples of what? Extraterrestrials, Muppets, Zoosters oder Super Friends? Ach, da muss ich einen Moment überlegen. Ich könnte wahrscheinlich das Genick brechen. Ah, nee, ich nehme B. B Muppets. Ja, B. Das ist korrekt. Something which uses the most up-to-date technology is described as cutting what? Edge, glass, teeth oder corners? Glaube, es heißt Cutting Edge. Was super Das ist. ist richtig. Ja, zwei Worldcoins schon. Läuft super der Abend. Which of these is a term for an environmental activist? Tree Surgeon, Tree Surgeon, Tree Hugger, Tree Creeper oder Tree Hopper? Ich hätte schon gern, dass es C wäre, ne? Aber, Tree Creeper. ist B. B, Tree Hugger. Das ist richtig. Which of these is Indiana Jones deadly afraid of? Rats, snakes, spiders oder ants? By the way, habe ich angeboten, die Fragen zu übersetzen, falls das am Englisch scheitern sollte. Antwort B, snakes? Da kommen wir bei den komplizierteren Fragen zu. Es ist B. Nee, ganz, da bin ich mir sicher. Bist du dir ganz sicher? Weil. Ich bin ziemlich sicher, ja. Angst vor Schlangen? Wirklich? Wirklich? Sure? Well, ja, es Ja. stimmt. Ja. Ist für mich unverständlich, ob man Angst vor Schlangen haben 50 kann, aber Worldcoins, okay. Dann kommen wir jetzt zu der 10 Worldcoins-Frage. Wenn du die jetzt richtig beantwortest, hast du auf jeden Fall 10 Worldcoins gewonnen. Ah, ach, es wird ja nein. durch 100 gezahlt. Oh, stimmt. Ja, sag ich ja. 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 A 1998 Steven Spielberg film was titled Saving Private Who? Ryan? Dylan? 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 Ryan? Oder Raymond? Das ist Ryan. Ryan. Private Obwohl Ryan. Brian würde sich auch gut anhören, aber das ist Ryan. Ja, Ryan. Bist du dir sicher? Natürlich. Den habe ich gesehen, das muss ich ja. Ja, gut, ja, dann ist es richtig. Ja. 10 World Aber nur Coins! dann. Hey! Was leistest du dir mit 10 World Coins? Wie viele Mokka-Punkte kriegt man dafür? Boah, das muss ich nachgucken. Auf jeden Fall mehr als 10, glaube ich. Mehr als 10 Mokka-Punkte. Ja, ich glaube 20. Ich glaube 25 oder 24. Das Sowas um heißt, den Dreh. ich darf dann damit 20 oder 25 Mal in Wolfsheim, Palm Beach, Amsterdam mit der U-Bahn fahren? Je nachdem, wie die Preise sind. Ja, wenn nicht sogar viel mehr. Wer weiß. Also ich habe gehört, in Epsilon City sollen die Preise sehr günstig sein. Also da kannst du vielleicht unendlich oft damit rumfahren. Wer weiß, ich kenne die Preise nicht genau. Sehr schön, sehr schön. Gut, nimm noch ein Glas Wasser. Jetzt kommen schon die etwas anspruchsvolleren Fragen.
Die nächste Frage für 20 Worldcoins lautet: What does EKG measure? Brainwaves, Medizin und Heart Biologie, Activity, das, Eye Pressure oder die Blood Sugar Levels? Okay, die ist noch verkraftbar, war die Frage. Ich dachte, es kommt schon wieder die tiefe Biologie wie das letzte Mal. Heart Activity. Aber es ist die Heart Activity, sicher? Genau. Ja, ja, natürlich. Ich frage mich, wie hoch gerade deine Heart Activity jetzt gerade ist. Aber wahrscheinlich noch nicht so hoch. Ist richtig. Ah, ja, noch nicht. Erst wenn wir hier 2 Millionen kommen. Okay. Wenn es so ein bisschen Asche geht. Die 2 Millionen, was? So Millionen. Okay. So 1 Million. What type of animal is the North American Roadrunner? A rodent? A snake? A lizard? Oder a bird? Gibt's das wirklich, das? Ich dachte, das wäre mal so ein bisschen, wie hieß die ganze Show? Ich glaub, wie... Das war Looney Tunes. Looney Tunes. Ja, ich genau. Der Coyote und der Roadrunner. Ich dachte, dass es hier wirklich gibt, aber genau. Genau. Und deshalb gehe ich mal davon aus, es ist ein Vogel. Ich würde sagen, es ist ein Vogel. Geht zum Vogel. Das hast du in einem Cartoon aber gesehen. Aber es kann, glaube ich, nicht fliegen, oder? Ja. Oder ist es. Ja, ich gehe mit dem. Und wenn sind es 10 World Coins, damit habe ich schon mehr verdient, als wenn ich AFK auf dem Server rumstehe. Kommt drauf an. In 30 Minuten. Oder, warte, ich habe ja. Warte, ich habe doch die tollen Joker hier. Können wir mal den ersten Joker ausprobieren? Du kannst gerne mal einen Joker ausprobieren. Publikumsjoker. Den Publikumsjoker bitte einmal, okay. Wie das funktioniert, alle gehen bitte zurück auf die Zuschauertribünen, eine Stufe weiter nach hinten. Und dann bekommt ihr gleich neben euch so Tablets, auf denen ihr abstimmen könnt. Die Frage ist, what type of animal is the North American Roadrunner? Rodent, Snake, Lizard oder Bird? Wir haben 1, 2, 3 Zuschauer und wir haben 2 Stimmen bisher. Es ist ein Rodent. Keine Ahnung. ich glaube, es ist irgendwie so sowas wie eine Maus oder was. Also irgendwie, ja, ich bin mir auch nicht so sicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass es ein Vogel ist, aber... Eine Person hat noch nicht abgestimmt. Also irgendwo neben dir müsste so ein Tablet schweben. Well. 5, 4. Wahrscheinlich die leeren Plätze, kann das sein. 1, what? Na, ich habe 2 Stimmen hier bekommen. Wir haben eigentlich 3 Leute, aber. Achso, Fossil ist nicht hinten gestanden. Okay. 2 Stimmen für die. Ja. Bird. Dann gehe ich auch. Deine Final Answer? Ja? Ja, klar. In diesem Fall. Haben dich die Cartoons tatsächlich gebildet? Es geht weiter mit 80 Worldcoins. Which of these generations came first? The Lost Generation, the Silent Generation, the Baby Boomers oder Generation X? Ich würde sagen, entweder A oder B. Lost oder Silent? Silent, was? Silent. Lost, Silent. Silent, warum sollten Silent heißen?
Warum sollten sie Lost heißen? Ja, Lost, so verlorene Generation, keine Ahnung, ich jetzt so auf den Ersten, Zweiten Weltkrieg irgendwie datieren, aber Silent? Das ist mir so eine super Frage für mich. Da kenne ich mich ja super mit aus mit sowas. 50-50. Sagen wir die Silent Get. Das warten wir jetzt mal. Final answer, B, Silent Generation. Ja. Welche Generation ist hiervon kennen wir denn? Also die Babyboomer kennt man ja, oder? Ja. Und ich glaube, das mit dem XYZ-Dingsbums, das fing erst danach an. So, das sind wir ja aktuell irgendwie so, glaube ich. Ja, irgendwie so Gen Y, Gen Z, da kenne ich mich selber nicht aus, wo genau ich da jetzt reinfall. Ich glaube, das weiß keiner so genau. Generation. Boomer Generation, Lost Generation. Die Silent Generation kam auf jeden Fall nicht vor den Boomern. Echt? Damit. Was? Nein, das wäre die Lost Generation gewesen, die ich auch nicht kenne. Keine Ahnung, was die Lost Generation ist. Aber scheinbar, wenn die vor den Boomern kam, which of these came first, dann könntest du schon richtig liegen mit Krieg oder sowas. Dann ist es wahrscheinlich die Lost Generation, dann irgendwann die Boomer und dann XYZ, bla 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 und Silent, keine Ahnung. Ja, okay, also ich hab gerade mal gesagt, Lost ist der Weltkrieg so, danach die 20er. Silent, ja, ist darauf zwischen Lost. Es gibt eine Silent Generation, wirklich? Würde ich das vermuten. Well, du kannst dir Mockerpunkte für 10 WC kaufen. Gratuliere! Es hat sich gelohnt! Ach, die 100.000 Worldcoins auf dem Server knackst du auch ohne die Millionenschuhe. Der Junge hat schon 90.000! 90.000! Rekordhalter auf FTN Server. Alright! Nicht annähernd genug, sagt er. Wer möchte als nächstes? Wir haben jetzt hier noch, wer noch nicht dran war, ist Delo bzw. Skyrick oder Dragon bzw. Fossil, weil sie ja alle verschiedene Namen im VR-Chat und in Minecraft haben. Naja. Wer möchte? Wir sind special. Ihr seid sehr special, ja. Ja. Weiß noch nicht. Ich kann es nicht erkennen, es ist so dunkel, aber ich glaube, Dragon zeigt auf dich. Ja, er zeigt auf dich. Also, dann ist die Lore. Ich meine, Skyrick. Woo! Dich hatten wir ja letztes Mal schon kurz interviewt, was du mit den 10.000 machen würdest. Was war deine Antwort? Ich hab's vergessen. Steuerhinterziehung. Behalten. Ja. Genau. Behalten und Steuern hinterziehen. Die Steuern, die wir eigentlich gar nicht mehr haben. Wir haben die Vermögenssteuer, glaube ich, erst dieses Jahr abgeschafft, ja. Wow. Jetzt in dritter Perspektive war das vielleicht keine so gute Idee. Ja, ich fand eher dumm, dass die Moderne eigentlich Steuern erhöhen wollte, aber ja gut. Ja, gell, das war interessant. Da war die Moderne dann auch dafür, die Steuern abzuschaffen. War ja meine Idee eigentlich, weil ich dachte, hey, es ist so ein Riesenaufwand. Und wir hatten sowieso genug Geld. Hatten. Jetzt nach der Million schon weniger. Well, let's go! Captain Kreativ ist zurückgekehrt. Hi! Hi! Setz dich einfach irgendwo hin. Freien Platz mit Bildschirm oder so. Bist du bereit? Immer. Immer. Immer jederzeit. What kind of animal is Walt Disney's Dumbo? A deer? An elephant? A rabbit? Oder a donkey? Bin ziemlich sicher, dass er ein Elefant war. Ja, Elefant, final answer. Also B. That is correct. Ein WC.
Who did Dorothy not meet on her way to Oz? Cowardly Lion, Tommy the Tuber, Scarecrow oder Tin Man? So, ich bin mir sicher, dass da keine Tuba mitgelaufen ist. Also wieder B. B, Tommy the Tuber. Das ist richtig. Bei Wizard of Oz hatten sie keinen Tommy the Tuber. Which of the following is used to describe junk mail? Pastrami, Spam, Ham oder Provolone? Provolone? Also Pastrami hört sich ja schön an, oder? Also würde ich mögen, aber es ist leider Spam. B, Spam, das ist richtig. What is the 1996 film Twister about? A board game, a high school dance, a tornado oder Chubby Checker? Ich glaube, ich habe den Film sogar schon mal gesehen. Und in den USA werden Tornados auch Twister genannt, also C. Final answer, C, Tornados. Bist du dir sicher? Ganz sicher. Ganz sicher. Es ist richtig. Dann kommen wir jetzt zur 10-Word-Kunst-Frage. Der erste Checkpoint. A standard card deck has how many cards if you do not include jokers? 60? 56? Well, okay, 54 oder 52. Das kann ich auch auf Deutsch vorlesen einfach. Ich glaube, das sind immer 64 und ich denke mal immer ein Joker pro Farbe. Also würde ich 60 sagen. Bist du dir sicher? Ich denke schon. Wenn du jetzt falsch liegst, fällst du runter auf 0, Witze. Just saying. Und ich gaslighte dich, weil ich sehe noch nicht mal, ob es richtig ist. Ich sag nur, du könntest auch einen Joker verwenden. Ach, ich bin glücklich mit meinen 8000 WC, es wäre nicht so schlimm. Ah, okay. Gut, dann final answer A. Ja. Ja. Ja, ja. Well, I have bad news for you. Es wären 52 gewesen. Aber wie viele Karten sind das dann mit Joker? Ja, da bin ich jetzt überfragt. Weiß das irgendjemand? Kennt sich jemand mit Karten aus? Ich habe nur Uno gespielt. Du hast 14 Karten, wenn ich richtig liege, mit Joker. Und das dann mal 4. Sollten also 56 sein. 56 mit Joker, sagt Fossil. Und die anderen haben nur Uno gespielt. Well, es freut mich, dass du mit deinem Kontostand schon zufrieden bist. Weil du heute leider nicht mehr dazu gewinnst. Ja, ja. Ich denke mal, Nilovic wird auch etwas für mich übrig lassen. So, für unsere Pläne. Sehr wahrscheinlich. Der hat letztes Mal schon 10.000 abgestaubt. Von daher kann er deine Pension sicher auch mitzahlen. Well, danke fürs Mitspielen. Komm gut, wir kommen gut nach Hause. Bye. Bye. Ja, heute geht das um einiges schneller als letztes Mal. Fossil, du kannst dich... Aber einmal könntest du dich noch drücken, wenn du jetzt Captain Kreativ noch vorschiebst. Ich geh vor. Ja, okay. Hallo! Captain Kreativ, hallo! Hallo! Hätte dich im Schul, Gut, du hast ja sicher inzwischen mitbekommen, wie das Spiel funktioniert. Kennst du es auch schon? Ja. Ja, gut, dann stürzen wir uns gleich rein. Ja, Wunderbärsche. Ein WC von Anfang, easy cheesy. Ja.
By what name is sodium chloride more commonly known? Jesus Christ, das ist die erste Frage. Ketchup, salt, pepper oder mustard? Das wäre salt. Salz. Ich habe zum Glück Chemie gemacht. Okay. Dann muss ich jetzt irgendwie einloggen? Ja, einmal auf B drücken. Wunderbar. Na, du drückst einmal drauf und dann kann ich bestätigen, dass es final ist. Ja, bei mir stehen bei mir steht auf dem Bildschirm, what kind of animal is Walt Disney's dumb? Oh no. Okay, dann ja, so Antwort B wäre das. Verdammt. Kannst du auf B drücken? Tobias, you chose B, ja. Das ist natürlich blöd, wenn bei dir jetzt was anderes drauf steht. Auf B habe ich gedrückt. Okay, ja, final answer B ist richtig. Jetzt wäre die Frage, wenn du der Session neu joinst, ob es sich dann synchronisiert, weiß ich nicht. Soll ich es probieren? Schauen wir mal, wie gut das jetzt geht. Oder wie du möchtest. Wenn du möchtest, kannst du gleich versuchen, neu zu joinen. Jo. Ich warte. Ja, na gut, dann join ich direkt mal neu. Gut. Werbepause. Kommt alle rein für die Werbepause. Verbreitet eure Werbung. Stellt euch hinter mich und verbreitet Werbung. Sophia Alvarez Foundation. Sophia Alvarez Foundation. Novium. Sophia Alvarez Foundation. Drogen, Meth. Bürgerrechte für Kühe, Bürgerrechte für alles. Aber Moment, die müssen wir höher stellen. Kann ich, wieso kann ich doch jetzt? Ups. Gesprungen, okay. So. Willkommen zurück. Jetzt gerade steht hoffentlich wieder da. Bildschirm. Inkorrekt. Okay, so, warte, kriegst du jetzt eine Frage? Sollte schon was dastehen? Ja! Denn gerade steht nichts da! Okay, ach, nee. Dann wingen wir das bisschen. Okay, ich helfe dir. Okay. Who would you be putting your trust in if you were going under the knife? A surgeon? A butcher? A fencer? Oder a sword swallower? Verstehst du die Frage? Ja, ich verstehe die Frage. Okay. Ich würde sagen A in diesem Fall. Surgeon. The knife, es sollte so viel heißen wie operiert werden. Ja, genau. Ja, so sehe ich das auch. Ja, gut. Weil. According to legend, William Tell shot an arrow at which fruit on his son's head? Apple. Ja gut, das sollte man kennen. Peach oder Kumquat? Kumquat? Bei mir steht's nicht, deswegen kann ich es jetzt schlecht sagen, aber ich würde sagen, das war der Apfel. Ich kann A nicht. Doch, ich kann A aussehen. Wunderbar. Apfel. Ja, richtig. Who were Mo, Larry and Curly? NSYNC? The Kingston Trio? The Three Stooges? Oder Party of Five? Das sagt mir absolut nichts. Das sagt mir auch nicht die leichten Fragen sein. Okay, also wir haben hier drei Namen. Nee. Wer waren Mo, Larry und Curly? Dann haben wir einmal großes NSYNC, The Kingston Trio, The Three Stooges, 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 oder Party of Five. Sagt mir, wie gesagt, absolut nichts. Ich würde einfach sagen, ich muss einen Joker, schätze ich mal, dafür nehmen, so scheiße. Nehmen wir mal den 50-50, komm. Nehmen wir mal 50-50. Damit haben wir jetzt nur noch NSYNC oder The Three Stooges. Ach, verdammt. Ich habe gehofft, dass Party of Five übrig bleibt, denn das ist es recht offensichtlich nicht. Also ich weiß nicht, wenn das Bandnamen sind, dann könnte es wirklich alles sein. Dann wäre auch eine Party of Five nicht verwunderlich. Ich schätze es, denn Bandnamen, ja. Frage ist jetzt halt, kennt sich irgendjemand im Publikum damit aus? Dann würde ich den Publikumsjoker nehmen. Weil ich kenne jetzt auch keinen, der Bands kennt.
Ah komm, das Publikum hatte... Das machen wir recht. Das Publikum soll mal hier was machen. Joker für den... für es die drei Worldcoin-Fragen. Es tut mir so leid, dass du jetzt die Fragen gerade nicht sehen kannst. Aber leider. Niemand von uns hat diese Welt entwickelt. Wir nehmen nur, was da heißt. Okay, so die Frage ist, who were Mo, Larry and Curly? Wir haben noch zwei Möglichkeiten. N-Synch oder N-Sync, eigentlich Sync mit C, oder The Three Stooges. Wir haben drei Leute auf den Zuschauertribünen. Wir haben zwei Antworten bisher. Es muss eine Antwort geben. Oh, einer rennt noch rauf. Frage ist, ob ich dann zustimme. 5, 4, 3, 2, 1. Okay, wir haben zwei Stimmen für C bekommen, The Three Stooges, und eine Stimme für B, was nicht mal mehr zur Auswahl steht. What the hell? Dann schätze ich nämlich C und blame das Publikum, wenn es falsch liegt. Klingt gut. Ja. C, The Three Stooges. Final answer. Well, diesmal hatten wir doch Glück, ist das richtig? Du Armer. Ich brauche keine Joke. Gut, aber jetzt kommst du zu den zur 10 Worldcoins-Frage. Jetzt kommt die erste Checkpoint-Frage. Which of the following is a type of nut and not a member state of the United Nations? Huh. Immerhin, ich kenne keine Hilfe, ich kenne aber die Mitgliedstaaten-Nationen, demnach okay. Also wir haben die Antwortmöglichkeiten Malaysia, Macadamia, Mauritania, Macadamia, oder Mongolia. Das wäre die Macadamia, das ist eine Nuss, das ist sogar meine Lieblingsnuss. Das heißt, Malaysia, Mongolia B dürfte und es sein, oder? Mauritania sind alles United Nations Länder. Mitgliedstaaten, ja genau. Warte, welche Antwort war Macadamia? Welche Antwortmöglichkeit war das? B ist Macadamia. B. Ja, dann B. Final answer. Macadamia, Mongolia, Malaysia oder Mauritania? Which of the following is a type of nut and not a member state of the United Nations? Und es sagt mir, die richtige Antwort wäre D, Mongolia. What? What? Seit wann ist die Mongolei eine Nuss? Was? Das ist mir jetzt auch neu. Das scheint mir falsch. Dafür brauche ich Google. Was ist hier los? Also die Macadamia ist Nuss. Ich habe letztens gesalzene Macadamia erst gekauft. Was machen wir mit sowas? Wir brauchen einen Council, Zuschauer-Council. Was machen wir mit dem? Sagen wir, was war das für eine Frage? Ich glaube, die 10K. Das war die 10.000. Die 10K. Die 10.000. Das war die 1.000-Dollar-Frage. Ja. Also ich bin dafür, dass wir die Welt neu laden und ihm halt bis zur 10.000-Dollar-Frage die Antworten geben und dann weiterspielen kann. Ja, 1.000 Dollar, ja. Das ist eine wunderbare Idee. Gut. Genau das werden wir machen. So. Auf ein neues. Jetzt kommen wahrscheinlich Fragen, die wir dann gemeinsam nicht mal lösen können. Oh mein Gott, das ist neu. Okay. Heißt DNA ausgeschrieben. What is created when water and dirt are mixed? Steam, electricity, mud oder lunch? Well, also die Spieleplattform Steam natürlich. Ist dafür Schlamm sein. C. Unsere Gesellschaft sagt C, mud. Yay. Okay. Which of the following is an adhesive? Rope, Glue, Paper oder Large Bank Account? Ich habe keinen Plan, zu was ich Adhesive übersetze. Kleber, also Adhesive ist. Wunderbar. B.
Which of these procedures was developed to help choking victims? Kinky. Root canal, facelift, Heimlich Manöver oder Hickey? Ich würde schätzen, es wäre der Root Canal. Na, zehn Root Canal. Der ist Heimlich Manöver. Das ist doch, wo du die Arme so bei der Person hebst und. Dann ist es das Heimlich Manöver. Würde ich auch sagen. Zum Glück habe ich die Fragen nicht in meiner echten Runde. Ich habe keinen Plan. Breakfast Roll, known as a croissant, is traditionally what shape? Die Frage hatte Nilovic einmal, for fuck's sake. Ich verstehe nicht, wie das programmiert ist. Aber die anderen hat er nicht. Also, das wäre ein Crescent. Das war das Crescent, genau. Ja, Crescent. So, dann kommt jetzt die 10 Worldcons Frage. Und das ist die, wo wir vorher alle gesagt haben, das ist Bullshit, richtig? Ja. Okay. Ja, dann, ja. Dann geht's mal alle wieder tschüss zurück auf die Zuschauer. Tschüss. Wenn jetzt die gleiche Scheißfrage mit Mongolia wiederkommt. Dann drück ich Mongolei. Dann wissen wir, ja, okay. Also, so, jetzt noch einmal nach technischen Fähigkeiten Kandidat Captain Creative an der 10 WC-Frage. In what position does the winged mammal known as a bat normally rest? On its side, on its back, on its stomach, oder upside down? Upside down. Ich habe schon Minecraft gespielt. Ich war schon mal in der Höhle. Minecraft bildet. Das ist richtig. Du kriegst auf jeden Fall 10 WC von mir. Juhu! Schon allein für die technischen Unannehmlichkeiten. Die Frage davor ist ja auch richtig. Also halt jetzt nicht jetzt, sondern ja, die Macadamia. Ja, die Macadamia, ja, ja, das stimmt, ja. Gut. Das Publikum ist wieder auf ihrem Publikum sitzen. Sehr gut. Dann gehen wir jetzt weiter zur 20 WC-Frage. Das hatte Luti schon mal. When referring to a new car, what does the S in the abbreviation MSRP stand for? Und die 10WC-Frage hast du auch schon mal richtig beantwortet. Es war auch suggested. Irgendwas mit Medium Retail Price dürfte sein. Das war richtig, ja. So, jetzt wird gehofft. Jetzt hoffen wir. Hatten wir auch mal. Fuck. What continent cannot be conquered in the US version of the board game Risk? North America, Africa, Das wäre die Antarktis. Australia oder Antarktika? Das wäre Antarktika. Ich habe schon mal Risk gespielt. Kommt drauf an, welche Karte man wählt, aber ich glaube, die Antarktis ist universell nicht einnehmbar. Weil da nichts steht. Super. Gut, wir haben keine Fragen mehr. Scheinbar haben wir alle 1500 ausgespielt. Mit 4 Leuten. Wir sind so fleißig. Was sagt man, aber wenn einem Goldbarren auf den Fuß fällt? Aber die Frage hatte lustigerweise, die hatte Nilovic die Goldfrage, oder? Ja. Kann gut sein, ja. Das heißt, er scheint sich schon irgendwie zu mixen, halt irgendwie scheiße. Well, ich meine, weißt du die Antwort darauf? Ja. Es ist Gold, weil was sagt man, wenn einem ein Goldbarren auf den Fuß fällt? Au. Danke, Achso. Vielleicht habe ich Glück und du fliegst einfach bei der nächsten Frage raus. Ja, kann gut sein. Das weißt du jetzt hundertprozentig nicht, was da jetzt kommt. Niemals weißt du das.
Aha, the Russian city of St. Petersburg used to be known as Witch of the Following. Stalingrad, Volgograd, Belgorod oder Leningrad? Das war Leningrad. Ich habe Hearts of Iron 4 schon mal gespielt. D. Bist du dir sicher? Ich bin mir sehr sicher. Ich bin mir so sicher, dass ich dieses Spiel schon 2000 Stunden gespielt habe. God damn! Also wenn du mir die, wenn du mir dein Geld kostenlos geben möchtest. Aber hey, du hast die Frage beantwortet, du hast die Frage gewusst, weil du Hearts of Iron gespielt hast, nicht weil du hier schon mal in der Sendung gesehen hast. Auch. Ja, auch. Ja. God damn it. Oh. Which of the following countries never claimed part of Texas before it was annexed by the US? Spain, Mexico, France oder England? Ich weiß die Antwort der Frage tatsächlich noch, es war England, aber ich kann es auch begründen. Nämlich, Mexiko hatte vor dem amerikanisch-mexikanischen Krieg Texas, davor hatte es Spanien, weil Mexiko Teil von Spanien war, und Frankreich hat so einen kleinen Futzel mit Louisiana mit hier, ne? Was die verkauft haben, ihr habt. Deswegen dürfte es die England sein. Das klingt plausibel. Und ich kenne meine Geschichte. Ju, vielleicht hätte ich dieses Spiel, diese Frage schon mal gehört. Hey, guck mal, da liegt schon mal ein Check. Kann ja schon direkt gehen. Und ich muss ja. Ich meine, in gewisser Weise hast du zumindest jede Frage argumentiert bisher. Also du hast zumindest eine Argumentation gehabt, warum du es weißt, auch außerhalb von der Show. Immerhin. Soll ich das einfach für jede Frage machen, damit es zählt? I guess. Wir gehen ansonsten die Optionen aus. Wenn ich für eine Frage nicht mehr machen, wenn ich für eine Frage nicht mehr machen kann, dann ja, I don't know. Muss ich halt raten. Aber dann wüsste ich es ja auch während der Show. Naja. Juhu, Geld. Juhu, Geld. Ja, 320 kann ich dir sowieso geben, das ist kein Problem. Mal schauen, ob du 640 WC bekommst. According to a common myth, Marie Antoinette uttered the famous line, "Let them eat cake," in response to being told what? Her subject had no bread. Her army was refusing to fight. Her daughters were to be married, oder France and Austria were at war. Ich hab darüber mal ein YouTube-Video gemacht, das wäre A. Das hat sie tatsächlich nie gesagt. Ja, es ist auch nur ein common myth, ja. The subjects had no bread. Let them eat cake. Yeah. Sie hatte mal Haare in Form eines Bootes. In Form eines Bootes? Ja, eines Segelschiffs. Ha, was für eine kreative Frau. Weißt du was, wir hätten einfach dem Spiel glauben sollen, dass Mongolia eine Nuss ist, dann hätten wir dieses ganze Problem jetzt nicht. Du wärst rausgeflogen, das 0 WC würdest du kriegen, weil Mongolia ist eine Nuss. Ach ja, wie kann ich das nur vergessen, die Nuss Mongolei. Ja, ja. Oh. On the scale developed by UFO expert J. Allen Hynek, what is a close encounter of the third kind? UFO sighting. Extraterrestrial sighting. Dreaming of aliens. Oder being abducted. Hier müsste ich tatsächlich raten. Ich glaube, es war B. Also ich kenne mich da tatsächlich null aus. Auf dem Themengebiet. Ich glaube aber, mir hat ein Föhn gezwitschert, so letzten Samstag, dass es B war. Wenn Blicke töten könnten. Ich hätte aber tatsächlich, ich habe mir während der letzten Samstag schon gedacht, ja, New Lighting ist jetzt kein Close Encounter, Being Abducted ist ein bisschen zu close, Dreaming of Aliens ist jetzt wirklich ein Counter und dann wäre es eigentlich nur noch B. Bist du dir sicher? Letzten Samstag.
Ziemlich sicher. Das steht aber Close Encounter of the Third Kind, you know? Vielleicht heißt das ja was anderes. Hm? Nehmen wir B. Ja, es ist falsch. Richtig. Nein, das nicht. Ah. Aber jetzt kriege ich dich. Pass auf. Jetzt kommen die Geschichtsfragen wieder. Aha, in 1919, Charlie Chaplin und Douglas Fairbanks helped co-found. Fuck. Das ist die eine Frage, die ich nicht wusste, deswegen habe ich sie mir gemerkt. Ah, wenn du schon sagst, du weißt es nicht, dann so kann ich nicht spielen, come on, so geht das nicht. Es tut mir leid. Es tut mir auch leid. Wer hätte gedacht, dass so schnell die Fragen auslaufen, wenn da vorne steht, es hat 1500 Fragen in der Welt. Ach, ja, ich logge mal D ein, ohne Grund. Nein. Aber ein pures Ratespiel. Ah. Ich kann dir 640 Worldcoins geben, okay? Das ist kein Problem. Aber jetzt dann kommen wir zu den Fragen, wo es irgendwie scheiße ist und die Antwort eigentlich gar nicht wirklich weiß. Ja, das stimmt. Oh. Ein Auf und Ab ist es hier. Bist du zufrieden mit 640 Worldcoins? Ich wollte halt eigentlich tatsächlich nur mitspielen, weil ich mal bei Wer wird Millionär spielen wollte, aber jetzt ist halt scheiße, weil ich halt die Fragen weiß. Ich wäre auch mit 0 rausgegangen. Wäre ich jetzt aber nicht mehr. Irgendwas ist draußen auf der Straße gerade explodiert. Oh. Okay, pass auf. Angebot. Trade-Offer. Mhm. Trade-Offer. Du kriegst 640 Worldcoins. Oh. Ja. Durch dieses ganze Chaos hier. Ich meine, bis zu 46, du hast dich eigentlich gut geschlagen. Du hast davor eigentlich die Sachen hast du gewusst davor, dann hast du sie noch einmal bis zu 1000 quasi gewusst, teilweise mit Hilfe. Und danach hast du noch argumentiert und das gewusst. Und jetzt nur bei dem hier ratest du eigentlich komplett und weißt es nur, weil du es letzten Samstag gesehen hast. Quasi. 46 World Coins. Oder das Einzige, was wir sonst noch machen könnten, wenn du dafür jetzt noch die Geduld hast, weil ich habe ein schlechtes Gewissen, weil du das ja alles so durchmachen musst, ist, dass du bei der britischen Version dann noch einmal spielst, wo dann Fragen sind, die wir hoffentlich alle nicht kennen. Ich würde aber bei der britischen Version nochmal mitspielen, ich habe nichts dagegen. Okay. Dann, die Frage ist halt, ob es für dich okay ist, weil am Ende ist dein Aufwand, ich habe die Zeit. Ich habe auch heute viel Zeit, deswegen haben wir früher angefangen. Ja. Ist halt dann die Frage, ob du dann dort auch bis zu 46 hochkommst. Keine Ahnung. Aber es ist, glaube ich, auch für alle fairer, weil ganz ehrlich, es ist schon super kacke. Ja. Dann machen wir das einfach so. Dann drück mal hier da den Walk-Away-Knopf hier da. Warte, da, Walk-Away. Der vorläufige Gipfel für Captain Kreativ beläuft sich. Da steht jetzt was Falsches. Auf 640 Volt kannst. Ja, du bist aber eh schon weit gekommen. Fossil, das bedeutet für dich, du spielst dann noch in der britischen Version. Freust du dich? Fuck! Well, das ist all die Zeit, die wir für die amerikanische Version vom Spiel haben. Tschüss! Tschüss! Rogue Credits! Wir sehen uns in der britischen Version von dem Spiel gleich wieder, weil hier einfach keine neuen Fragen mehr sind. Von wegen 1500. Sie wiederholen sich ständig. 500? Es wird auch ein amerikanisches Intro. Sehr amerikanisch. Oh, wie britisch diese Gebäude sind. Das ist nicht die UK-Version. Das ist eine andere. Ist es nicht? Nein. Das ist jetzt die Syndicated Version, was auch immer das heißt. Ach. Huh. Aber hey, irgendwie, also es schaut schon fancy aus. Die Bildschirme sind ein bisschen mehr sleek und so. Die Kamera wirkt hochauflösender. Vielleicht bilde ich mir das auch nur ein.
Mal schauen. Ja, tatsächlich, sie wirkt deutlich hoch auflösen. Wie weit Captain Kreativ dieses Mal kommt. Auf ein neues. Die ein Worldcoin-Frage. To be careful about what one says or does is to mind one's. What? S, peace and what? No, one's peace and what? The one piece. What the fuck? Kannst du die Frage lesen? Was? To be careful about what one says or does is to mind one's peace and what? Alright. Schätze ich mal. A. B's, B. F's, C. Q's oder D. W's? Das ist so einfach. Es sind neue Fragen. Ich hätte gesagt B. Muss ich jetzt hier, by the way, krieg ich einen Freifahrtschein bis zur 6? Bis zur 640er? Nein, ich hätte gesagt, das ist jetzt ein neuer. Bitte? Ich hätte gesagt, das ist jetzt ein neuer Anschnitt, weil wir jetzt neu versuchen. Ach so! Hätte ich gesagt. Na gut. Fuck, da muss ich jetzt nachdenken. Die Frage ist tatsächlich. Scheiße. Ich hätte jetzt gesagt P's and B's. Du meinst once. Am Ende laufe ich einfach mit 0 weg. Das wäre A. Man könnte stimmen. Ist das eine super leichte Frage gerade? Ich aber nicht verstehe. Es müsste eigentlich leicht sein. Es müsste P's and B's, das würde am meisten Sinn machen. Keine Ahnung. Na komm. Ich brauche keine Joker später. Wir machen den Publikumsjoker. Publikumsjoker. Publikum ist schon in den Publikums rein. To be careful about what one says or does is to mind one's P's and what? B's, F's, Q's oder W's? Ich weiß schon mal, W dürfte es eigentlich nicht sein, weil es einfach dumm klingt. Wir haben 1, 2, 3, 4 Leute in den Zuschauerreihen und wir haben 2 Antworten bisher. Fünf, vier, drei, zwei, eins. Oh, das war knapp. Wir haben 2 Stimmen für A und eine Stimme für C. Ja, dann gehe ich mit dem Publikum und sage, wüsstest du die Frage, bevor wir einloggen? Nee, ich würde jetzt B raten, also ich würde A raten, Antwortmöglichkeit A und P's and B's. Macht, schätze meiner Meinung nach, am meisten Sinn. Also ich hätte und auch A geraten. Und anscheinend auch der Meinung des Publikums. Ich hätte auch A geraten, also ich hätte B geraten, weil ich hätte A geraten, also Antwort A, B's, ja, ja. You know? Ja, ja, ja. Ja, ja. Und du, wir wären alle beide bei der ersten Frage rausgeflogen. What? The P's and Q's. Oh. Das einzige P und Q, was ich kenne, ist diese eine Snack aus GTA. Da gibt es auch irgendwie die PQ, keine Ahnung. Vielleicht heißt das deswegen so. Vielleicht ist das in vielleicht GTA heißt es deswegen so, oh mein Gott, das wird so viel Sinn machen. P's and Q's. Antwort C. Dafür hat aber jetzt eine Person gestimmt. Wer war das? Warst du das, Luti? Das war I. Der meldet sich. Ja. Du hast das gewusst. Ja, wusste. Also ich habe gewusst, ihr habt nicht gewusst, dass es in GTA auch gibt. Das muss ich zugeben, das war zum ersten Mal. Ja, gut. Schade. Captain Kreativ, ich glaube, Ich hoffe, du hattest Spaß und Freude. Du hattest sehr viele Versuche jetzt technisch hin und her. Ja, dann gebe ich dir 46 Worldcoins, ist nicht so viel. Jo. Und. Ach so. Na gut. Belassen wir es einfach mal dabei, I guess. Der Person, die den Server joint. Genau, du hast dir gesagt, stimmt, du spendest eigentlich dein Geld der ersten Person, die du dann auf dem Server siehst. Mal sehen, wann ich mich dann so einlogge. 10 Jahren.
Gut, das war Captain Kreativ. Dankeschön, gratuliere. There we go. Er hat irgendwas zwischen 0 und 640 WC gewonnen. Irgendwas dazwischen. Juhu. Gut, von den hier Anwesenden war jetzt nur einer noch nicht dran. Und das ist Dragon. Du kannst dich jetzt nicht mehr von mir verstecken. Wie hast du es gesehen? Wir haben ein komplettes Set an 9 Fragen, offensichtlich. Wir haben lilanen Hintergrund, weil wir wunderschön sind. Mehr oder weniger ist gerade ein Kandidat bei der ersten Frage rausgeflogen. Fühlst du dich bereit für diese Herausforderung? Nein. Wunderbar! Let's go! The pupils are found in which part of the body? Fingers, knee, middle ear oder eyes? Ganz klar D. D, eyes. Das ist richtig. Schau, das ist eine erste Frage, nicht das Chaos, was da vorher war. Which nation's prime minister lives at 10 Downing Street? United Kingdom, Canada, Australia oder D, New Zealand? Das weiß ich, es ist A, weil dort eine Katze von einem der Prime Minister ins Haus geholt worden ist und seitdem dort lebt. Das ist richtig, die haben dort eine Premierministerkatze, gell? Ja. Weißt du, wie er heißt? Extra Frage. Nein. Keine Ahnung. Ich wusste das mal. Es ist irgendwie so der First Mauser oder irgendwie sowas. 3WC. How many musicians are there in a quartet? 2, 4, 6 oder 8? Es ist 4. Bist du dir sicher? Ja. Ja. 4 Leute in ein Quartett, richtig. Which of these is not one of Winnie the Pooh's friends? Jetzt sind so einfache Fragen. Ist das nicht herrlich? A. Tigger. B. Piglet. C. Ihor oder D. Monkey? Gerade habe ich noch gesagt, es ist einfach. Und jetzt auf Englisch wäre ich mir selbst nicht. Also... Entweder ist es B oder C, aber weil es auf Englisch ist, habe ich keine Ahnung. Gab's einen Monkey? Tja, das ist jetzt die Frage. Gab's einen Affen in Winnie the Pooh? Ich glaube, ich nehme den Publikumsjoker. Einmal der Publikumsjoker. Coming up. Ich bin zu alt für die Frage. Pino, wärst du so frei, dich auf den Zuschauerbereich zu begeben? Ich glaube, er ist AFK. Well, which of these is not one of Winnie the Pooh's friends? Tigger, Piglet, Ihor oder Monke? Ich glaube, es gab kein Monkey, aber dann noch. Mal gucken, was die anderen sagen. 3 Stimmen für D. Monkey. 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 Na gut, dann vertraue ich meinem Publikum und rede Monkey. Final Answer D. Und das ist richtig. Ja, Ihor oder Ior, I don't know. War der Esel. Genau, ist die englische Übersetzung von IA, der Esel. Eeyore. So, jetzt kommst du zur 10WC-Frage, dein erster Checkpoint. Wenn du das richtig beantwortest, hast du auf jeden Fall 10WC gewonnen. What mail delivery service used horses to relay mail between Missouri and California in the 1860s?
Union Pacific, People Express, Pony Express oder Horses etc. Ich nehme mal die 50-50, den 50-50 Joker. 50-50 Joker. Union Pacific oder Pony Express? Union Pacific war entweder ein Schiffsunternehmen oder ein Zugunternehmen. Aber ich habe noch nie von Pony Express gehört. Klingt aber schon süß. Ja. Ich nehme einfach mal C. Final Answer C. Ja. Alright. The Pony Express. Du sagst, Union Pacific sind Schiffe oder Züge oder was? Ja, ich glaube eins von beiden. What made the delivery service used horses to relay mail between Missouri and California? Well, ja, es war der Pony Express. Ich weiß, es steht eben Namen. Ja, hat aber nichts zu heißen. Nein, nicht wirklich. In dem Fall leider schon. Oder glücklicherweise schon. Du hast auf jeden Fall 10 Minuten gewonnen. Das ist wunderbar. Und schon 2 Joker verwendet. Ja, fängt gut an. Atme nochmal tief durch. Beruhige deinen Puls. Jetzt kommen die etwas schwierigeren Fragen. Bist du bereit? Ja. Für 20 WC. Which of the following comic strips takes place in Metropolis? Batman, Spider-Man, Superman oder die X-Men? Gott, Learning Comic war. Ich habe keine Ahnung, entweder Spider-Man oder Superman. Ich bin so ungebildet, was das angeht. Es gab eine Zeitung, die so auch hieß, glaube ich, aber ich bin mir nicht mehr sicher, dass ein Spider-Man war. Immer mal wie Spider-Man. Wie Spider-Man. Ich glaube, es ist C, aber ich nehme mal B. Du glaubst, es ist C, aber du nimmst B? Das verstehe ich nicht. Das muss man jetzt erklären. Wie funktioniert das? Ja, ich bin mir nicht sicher. Okay, ich wechsle doch zu C. Denk doch in Ruhe nach. Ich hab keine Ahnung, ist einer der beiden. Also, ich habe auch kein 50-50-Joker mehr, das ist das Problem. Welche der folgenden Comics findet in Metropolis statt? Metropolis ist dann dementsprechend wahrscheinlich ein Ort. Die Frage ist dann, ob jetzt die Comics von Batman, Spider-Man, Superman oder X-Men in Metropolis stattfinden. Weißt du denn, wo... Ich bin mir auch sicher, dass es im... zum Beispiel ist. Batman ist Gotham. Und ich bin keine Ahnung. Aber nicht Metropolis. Bei den anderen beiden weiß ich es nicht. Bei Spider-Man keine Ahnung, bei Superman auch nicht. Ich weiß, dass es, glaube ich, in beiden eine Firma gibt, die... halt die eine... bei Spider-Man ist eine Zeitungsfirma. Bei Superman, glaube ich, auch. Und ich glaube, eine der beiden Zeitungsfirmen heißt auch wie Metropolis, aber ich weiß es nicht mehr. Ich habe keine Ahnung. Ja, also ich nehme erstmal C. C ist Superman.
Also du sagst, Batman ist in Gotham City. X-Men, ja, weißt du nicht wo. Spider-Man weißt du nur, es gibt da auch irgend so eine Zeitung. Und die Stadt, in der Superman sein Wesen oder Unwesen treibt, die Stadt rettet, die Welt rettet, hat den Namen Metropolis. Ey! jetzt bin ich glücklich. Jetzt bist du glücklich. Es geht weiter mit der 40 WC-Frage. What is the favorite food of the Teenage Mutant Ninja Turtles? Pizza, Hamburgers, Pretzels oder Bagels? Ah. Ich weiß, dass sie gerne Pizza gegessen haben. Das kam schnell. Bist du dir sicher? Pizza? Ja. Ja. Das Bild, was ich immer vom Kopf habe, aber wenn ich die sehe, dann ist es Pizza. Erinnerst du dich noch an die Namen, die sie hatten? Teenage Mutant Ninja Turtles? Raphael, Mikey, Donatello. Den Namen weiß ich nicht mehr. Ich hatte in Erinnerung, dass die Namen alle irgendwie italienisch wirken. Daher ist es nur logisch, dass sie Pizza ist. Du näherst dich langsam den nächsten Checkpoint. Wir sind jetzt bei 80 WC. Oh, which of these generations came first? Lost Generation, Silent Generation, Baby Boomers oder Generation X? Was könnte sein? Also, wenn ich das nicht wüsste, würde es entweder Lost Generation sein oder Silent. Einfach, weil es eine BW im Krieg. Tatsächlich. Aber ich denke mal, nach dem Krieg sind die Leute eher verloren. Deswegen würde ich sagen, Lost Generation. Lost Generation. Ja. Das war die Kriegsgeneration, wie wir heute schon mal gelernt haben. Das ist richtig. Also bisher hatten wir uns ganz gut geschlagen mit originellen Fragen. Hoffen wir, dass das nur ein Ausrutscher war. Hoffe ich auch. Wir kommen zu den 160. Sonst gehe ich auch mit 40. Du kannst jederzeit einen Walk Away machen, wenn du die Antwort zufälligerweise nicht weißt. Das ist natürlich eine Option. Mal schauen, was die 160 WC-Frage sagt. Who was the first character to speak in the original 1977 Star Wars movie? R2-D2, Han Solo, C-3PO oder Luke Skywalker? Keine Ahnung. Also, hab mal die Filme geguckt, aber bin nicht so der große Star Wars Fan, dass ich das jetzt wüsste. Ich glaube, ich versuche mein Glück mit dem Telefonjoker. Telefonjoker, wen möchtest du anrufen? Wer wüsste das? Ich will mal Captain Creative. Captain Creative wird angerufen.
Ist er schon unterwegs? Er ist unterwegs, genau da vorne. Hallo, kannst du uns hören? Ich kann euch hören, hallo. Hallo, ich habe hier Fossil in der Millionenshow. Er ist bei der 160 Worldcons Frage. Oh wow. Oh wow. Ich weiß gar nicht, wie sich das anfühlt. Fossil, bitteschön, stell die Frage, du hast 30 Sekunden. Die Frage ist, who was the first character to speak in the original 1977 Star Wars movie? R2-D2, Han Solo, C-3PO oder Luke Skywalker? Da muss ich dich enttäuschen, ich bin kein Star Wars Fan. Ich hab den Film nicht geschaut. Ich würde raten C-3PO. Das wäre mein bester Guess. Einfach weil, ja, er ist lustig. Han Solo dürfte nicht gewesen sein, R2-D2. Einfach weil er das ist lustig. Geholfen. Ach, ich habe nicht so viel zu verlieren. Nehme ich mal Antwort C. Du willst mir erzählen, du hast niemals die Star Wars Filme so wirklich gesehen oder einmal nur gesehen oder wie war das? Ich habe sie einmal so gesehen und das war noch, als ich recht klein war. Deswegen keine Ahnung. Okay. Also mir tut das im Herzen weh, wenn ich das so sehe, weil ich ein sehr großer Star Wars Fan bin. Der Original Star Wars, also der allererste Star Wars Film, war Star Wars Episode 4, Eine neue Hoffnung. Jetzt habe ich selber kurz nachdenken müssen. Mit der weltberühmten Anfangsszene, wo das große Schiff das kleine Schiff verfolgt und draufschießt und piu piu piu. Und die ersten gesprochenen Worte waren tatsächlich eigentlich von einem Nebencharakter, relativ, also unbedeutend zumindest damals noch. Und das war der kleine, nicht kleine, der goldene Protokolldruide C-3PO. Ey! Weil er lustig ist! Weil er lustig ist! Ich erinnere mich jetzt nicht, was genau seine ersten Worte waren, aber wahrscheinlich irgendwie sowas. Wir sind verloren. Hast du das gehört? Sie haben den Hauptreaktor getroffen. Nachdem du das mit dem Schiff gesagt hast, dachte ich erstmal an Han Solo. Nein. Da kam erst später dazu. Gut. So, jetzt wird's spannend. Jetzt kommst du zur zweiten Checkpoint-Frage. Ob du 320 Worldcoins fix gewonnen hast oder nicht. Which is the fastest creature on two legs? Human, Roadrunner, Ostrich oder der Grizzly Bear? Bear. Das Grizzly Bear. Oh Gott. Also der Grizzly Bear auf jeden Fall nicht. Der Mensch kann zwar schnell rennen, aber ich glaube, er ist immer noch langsamer als ein Strauß oder als ein Roadrunner. Keine Ahnung, einfach wegen dem Namen würde ich einfach mal B nehmen, Roadrunner. Hört sich so an, als wäre er schnell. Pino, bitte lass unsere Gläser in Ruhe. So, Entschuldigung, deswegen Roadrunner. Hast du schon mal einen Bären auf zwei Beinen laufen sehen? In Videos von einem Zirkus. Vielleicht sind die wahnsinnig schnell, sobald sie auf zwei Beinen laufen. Sie sind langsamer als ein Mensch. Okay, also bist du sicher mit Antwort B? Ja.
Ja, bin ich. Der Roadrunner, den hatten wir vorhin auch schon bei anderen Fragen, glaube ich, oder? Ja, war einer. Das war eine andere Frage. Ja, ja. Ich versuche mir gerade noch zu erinnern, der Coyote und der Roadrunner, wo wir festgestellt haben, es ist ein Bird, der dahin rennt. In dem Cartoon sah er sehr schnell aus, auf jeden Fall. Aber ist er das schnellste Ding auf zwei Beinen? Schneller als ein Mensch, sicherlich. Der Bär, du glaubst mir nicht, dass der auf zwei Beinen vielleicht super schnell ist. Also gibt's nur noch den Ostrich des Konkurrenz. Was auch ein Vogel ist. Ja. Der leider schneller ist als der Roadrunner. Ostrich. Ah. Wenigstens habe ich 10 von Velociraptor ab. Willkommen im Club. Willkommen. Der finale Preis für Fossil, der Ostrich dann vom, liegt damit bei 10 World Coins. Mehr als ich in den letzten Wochen verdient habe. Gut. Gut. Bist du bereit, Jason? Ja. Du hast ja gesagt, du würdest, wenn du 10.000 gewinnen würdest, was das nicht mehr möglich ist, das anlegen und daraus 20.000. Das anlegen und daraus 20.000. Das heißt, wenn du jetzt den Maximalgewinn von 5.000 gewinnst, legst du es an und machst daraus 10.000? Nee. Nein? 5.000, die. Nee. Mit 5.000, da gehe ich maximal mal in eine Bar oder so, aber. Ah. Na gut. Das ist ja nur kleines Handgeld, also. Gut. Okay. Dann der Herr Jason, beziehungsweise Prag. Ich habe dir jetzt nicht die Regeln erklärt. Ich nehme an, du weißt, wie das Spiel funktioniert, gell? Ja, bestimmt. Schon. Hier ist die erste Frage. Das bestimmt. Das Preisgeld ist ein WC. If you want to ignore a problem, you are set to sweep it. Where? Under the carpet? Behind the bed? On top of the wardrobe? Oder into the garden? Behaupte mal. Unter den Teppich schieben, hä? Ich hoffe, es geht auch so in Englischen. Bist du dir sicher? Ja. Alright. Das ist richtig. Weiter, nächste Frage. Which of the following is most likely to cause flooding? Fog, heavy rain, bright sun oder Noah? Oder. Findest du das lustig? Also ein Flooding ist nicht zum Lachen. Ja. Ja doch, eigentlich ja schon, ne? Ja. Also ich find's immer witzig. Na, warte. Na. Also ich brauchte mal Noah selbst. Das hat nicht gemacht und das war Gottes persönlich. Noah hat nur das Boot gebaut. Also würde ich mal sagen, Heavy Rain, ne? Heavy Rain. Das ist natürlich die Sonne, macht auch Flooding, wer weiß, ne? Das ist korrekt. How many sides are on a regulation stop sign? Stop. 4, 5, 6 oder 8? Bist du dir sicher? Ja. Final Answer D. Das ist richtig. Which famous wall went up in 1961? Ich weiß nicht. And came down in 1989. Lass mich die Frage erstmal vorlesen. Aber das ist schwierig.
Berlin Wall, Antonin Wall, Wailing Wall oder The Great Wall of China. Alles schwierig, da muss ich überlegen, Also Berliner Mauer ist ja Quatsch, ne? Das ist ja Quatsch. Da wir können ja nicht in der Hauptstadt, können wir ja keine Mauer stellen. Ich glaube, es war The Great Wall of China. Ja. Bin ich immer auch nicht Italiener, ne? Capino? Bin ich immer. Ja, dann ja, wähl aber auch bitte D also, aus, ne? Wo kommen wir denn hin? Jetzt hast du A ausgewählt, das ist ja völlig aus dem Hut gezaubert. So, du kommst jetzt zur 10 Waldkunst-Frage. Das ist der erste Checkpoint, das heißt, wenn du die Frage richtig beantwortest, hast du auf jeden Fall 10 WC gewonnen. Damit kann ich das neue Theaterpartei zum Teilen. What is the name of the young girl in the Addams Family? Tuesday, Wednesday, Thursday oder Friday? Kannst du die Frage übersetzen? Was ist der Name von dem jungen Mädchen in der Addams Family? Dienstag, Mittwoch, Donnerstag oder Freitag? Was ist die Addams Family? Du kennst die Addams Family nicht? Nein! Überhaupt nicht? Noch nie gehört? Nein! Nein, gar nichts? Oh Gott. Well, ich meine, du hast 3 Joker zur Verfügung. 50-50 Telefon und Publikumsjoker. Kann ich dem Publikum vertrauen? Ganz ehrlich, ich glaube, das Publikum hält dich gerade für sehr ungebildet. Luti springt auf und ab auf jeden Fall. Aber mach den Telefonjoker. Telefonjoker, wen möchtest du anrufen? Ja. Wen soll ich anrufen? Wer weiß es, hä? Luti springt. Das ist alle außer ich. Pino gibt Daumen hoch. Dragon schüttelt den Kopf. Pico springt auch. Du rufst Pino an. Okay. Pino wird angerufen. Pino einmal in den Telefonraum. Einmal die grüne Taste da links oder rechts. Hallo? Hallo? Also, es ist. Warte, du bist noch gar nicht dran, hold on! Was soll das hier? Lass mich mal hier dich vorstellen. So, du bist Pino, du bist hinter Millionen schon. Jason ist bei der 10 Worldcons-Frage. Er hat eine Frage für dich und 30 Sekunden Zeit, um die Frage zu stellen. Jetzt. Was? What is the name of the young girl in the Addams Family? Was? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday. Warte, was soll ich zuhören? Was ist denn das jetzt? Denkst du hier als Alpha Ren oder was? Das ist ein TWC, weißt du, wie viel das ist? TWC! Es ist Wednesday. What is the name of the young girl in the Adam Sim? Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, du kannst antworten! Wednesday. Freitag, ja? Was? Was? Was ist für eine brutale Relationship hier? Okay, Final Answer B, bist du dir sicher? Wednesday. Ja, so sicher wie ich mir sein kann. Okay. Ja, also du Jason, da gab es erst letztens eine neue Netflix-Show, die literally Wednesday heißt, also... Weil ich jetzt Netflix hab oder was? Okay, mal ein bisschen. Ja, du hast auf jeden Fall 10 WC gewonnen. Gratuliere. Damit kannst du dir was genau kaufen? Da. Netflix. Bitte? Ich verstehe dich so schlecht. Meine Bildungslücke schlecht. Netflix, da kann ich meine Bildungslücke. Einmal Netflix, ja. Ah. Sehr gut. Gut, dann kommen wir jetzt zu den etwas schwierigeren Fragen. Nimm nochmal ein Glas Wasser, beruhig dich, atme tief durch, beruhig dein Mikrofon, mach dein Rude. Weiter!
Ja. Okay, cool, sure, ja. Es geht jetzt um 20 WC. Luti wirft Tomaten. What is the last letter of the Greek alphabet? Omega, Epsilon, Theta oder Psi? Schade. Na? Weiß ich actually nicht. Du hast noch Zeit, Joker zur Verfügung. Ich weiß aber nicht, was das letzte ist. Soll ich einfach raten? Kannst doch raten. Ich behaupte Epsilon, weil das hört sich ein bisschen sagen wie über, meinst du? Epsilon ist ja fast das letzte, ne? Also welche griechischen Buchstaben kennst du denn? Was ist denn der erste? Alle, Alpha. Alpha, was ist der zweite? Beta. Alpha, Beta, Gamma, Delta. Gamma, Delta. Schießen sie alle lustige Emojis durch die Gegend hier. Ja, ja, schrecklich. Also, du hast noch zwei Joker zur Verfügung. Was du auch machen kannst, ist einfach weggehen mit den 10 WC, die du schon hast. Ich brauche keine, ich sage, es ist sie. Depsi? Bist du dir sicher? Ich hab keinen Plan. Ja. Dann loggen wir das an. Ich weiß, du bist jetzt nicht der religiöse Typ. Niemand von uns ist wirklich der religiöse Typ. Aber ich überlege nur, was für lustige Side-Stories mir dazu einfallen. Und eine Sache fällt mir ein. So, ja, kann irgendwo in der Bibel oder so ein Bullshit stand wahrscheinlich drinnen. Oh Gott, er ist der Anfang und das Ende. Und da sagen sie, er ist das Alpha. Und das Psi. Nein, das Omega. Echt? Das Omega? Omega, das ist... Warum hast du keine Joker verwendet? Okay, cool. Er verwendet den Joker. 10 Worldcoins für Jason. Also, wenn ich gewusst hätte, dass hier beim zweiten Teil jetzt die Leute so abschneiden, hätte ich mir nicht so viele Finanzsorgen gemacht mit dem Preisgeld. Gut. Dann kommt jetzt die letzte Kandidatin, die noch anwesend ist und sich registriert hat, und das wäre Pico. Jason ist so dumm. So, weil du jetzt zum ersten Mal da bist, erkläre ich einmal für dich die Regeln. Hier, hurra. Wir haben hier 15 Fragen, die immer schwieriger werden. Bei jeder Frage, die du richtig beantwortest, bekommst du ein höheres Preisgeld. Es gibt zwei Checkpoints, einmal bei der 5. Frage, einmal bei der 10. Frage. Das heißt, wenn du da drüber kommst und danach was falsch beantwortest, fällst du runter auf den Checkpoint, kriegst also auf jeden Fall die 10 Worldcoins oder weiter oben die 320 Worldcoins. Am Anfang jeder Frage kannst du sagen, es ist genug und du gehst mit dem Preis, den du gerade hast, ohne dass du dann runterfällst. Und du hast drei Joker, das ist einmal 50-50, wo zwei falsche Antwortmöglichkeiten weggestrichen werden. Einmal der Telefonjoker, wo du jemanden hier anrufen kannst. Und einmal der Publikumsjoker, wo alle Leute hier eine Umfrage machen, also eine Abstimmung, und abstimmen, was sie glauben, dass die richtige Antwort ist. Das kannst du dann einloggen oder auch nicht. Das ist dir überlassen. Okay, und wie ist es? Du hast gesagt, am Anfang jeder Frage. Das heißt, bevor ich die Antwortmöglichkeiten gesehen habe, oder? Nein, bevor du deine Antwortmöglichkeit einloggst, kannst du sagen, okay, da bin ich mir zu unsicher. Ich gehe jetzt lieber, bevor ich noch weiter runterfall, quasi. Oder warte, wie... Oh, was? Leg ich das einfach an, die Antwortmöglichkeiten? Du klickst an, was du auswählen willst, und dann erst, wenn du mir sagst, du bist dir sicher, loggen wir es an. Okay. Okay, alles easy, alles easy. Erste Frage, ein WC. Proverbially, ich kenne schon mal das Wort nicht. Proverbially, a bird in the hand is worth what? Oh Gott, da braucht man gleich die Joker.
A birth in the hand is worth considering. A birth in the hand is worth two in the bush. A bird in the hand is worth three underfoot oder about $7.50. Okay. Was heißt Proverb, Belly? Das weiß ich nicht. Das werde ich dir jetzt googeln, weil ich habe angeboten, dass ich die Fragen übersetze. Okay, danke. Wenn sowas komisches ist. Also ich würde mal sagen, es handelt sich hier um ein Sprichwort wahrscheinlich. Ja. Ja, also das heißt, das wird verwendet in einer Redewendung. Also you use proverbial to show that you know the way you are describing something is one that is often used of a popular saying. Also ja. Umgangssprachlich, nein, nicht umgangssprachlich, Redewendung, wie sagt man? Sprichwörtlich. Ein Vogel in der Hand ist wert considering two in the bush, 300 foot oder about $7. Ja, also es ist entweder A oder B. Weil die anderen haben absolut keinen Sinn. Considering. Irgendein englisches Sprichwort. Oh, what? Fies, dass also, das die erste Frage ist. Vielleicht. B. Ja. Weil das ist irgendwie. Also, vielleicht weiß es ja aus dem Publikum, keine Ahnung. Es ist gerade die erste Frage, aber ich weiß nicht, Luti ist gerade so auf und abgesprungen. Ich weiß nicht, ob das was zu bedeuten hat. Er springt schon wieder. Nee, ich bin mir sicher. Es ist okay. B, weil alles andere macht keinen Sinn. Wenn es jetzt falsch ist, dann. B ist okay. two in the bush. Bush. Mhm. Antwort B, wenn's two in the bush. Ist, Jason, du darfst mich auslachen. Ja. Ich selbst weiß es noch nicht. Okay, also wir loggen an. B, two in the bush. Okay. Ja, mach einfach. Puh, keine Ahnung, was das hier ist, aber das ist richtig. Das war wahrscheinlich jetzt die schwierigste Frage, die du jemals haben wirst. Okay, cool. Puh, 10 WC. Ein WC. Weil wir durch 100 rechnen. Sorry. Which of these... Ein WC. Which of these is not an herb? Lavender? Thymian? Carnation? Was heißt Carnation? Kamomille! Was heißt es? Gott. Keine Ahnung! Oh, ich google schon für dich mal. Kannst du mir die alle übersetzen? Ja, also ja. Lavender und Thymian kenne ich. Ja, das ist Thymian und Lavender. Jason, bitte ist klar. Was war das? Carnation? Alter, warum kriegst du schwierige Fragen? Was davon ist kein Kraut? Lavendel? Thymian? Was war das jetzt? Nelke? Landnelke? Oder Kamille? Okay, warte, Nelke? Nelkenkraut? Nelke ist doch eine Blume. Oder nicht? Ich kann es übersetzen, mehr kann ich dir nicht sagen. Ich weiß nicht, gibt es nicht auch noch dann das Wort Gewürznelke? Ist das dann was anderes? Oder ist das eine Blume als Gewürz? Aber ein Gewürz ist nicht unbedingt ein Kraut. Also, Thymian ist Kraut. Und Kamille auch. Oder? Thymian. Weiß es irgendjemand aus dem Publikum? Trink doch mal. Jason verdeckt sich. Okay, ich glaube, ich nehme einfach Nelke. Also Carnation. Ja. Bist du dir sicher? Aber ich nehme es trotzdem. Du kannst auch einen Publikumsjoker nehmen, dann haben wir einfach eine Abstimmung. Aber, vielleicht aber weiß die Mehrheit. Nein, etwas. Ich nehme das jetzt einfach. Okay. Ich nehme das jetzt einfach. Antwort C, Carnation. Oh Gott, ich bin so aufgeregt.
Ist richtig! Oh mein Gott! Das war die zweite Frage! So ein Glück! Warum ist es so schwer? Oh Junge! Keine Ahnung! How many points traditionally make up a Chinese checkers board? 5, 6, 7 oder 8? Hast noch alle drei Joker offen. Ja, bei der dritten Frage. How many points? Was ist mit Points gemeint? Naja, Points sind Punkte. Wie viele Punkte sind traditionell beim chinesischen Checkers-Ball? Keine Ahnung. Chinese Checkers. Ja, keine Ahnung. Ich brauche irgendeinen Joker. Das klingt nach etwas, das ist vielleicht was, keine Ahnung. Ich bin gerade am googeln, was Chinese Checkers übersetzt vielleicht sein könnte. Gibt es da irgendwas Besonderes? Nicht unbedingt. Weiß nicht. Ist Chinese Checkers Board. Als ob die so ein Schachboard haben mit so nur 8 Kästchen. Okay, also ich kann dir zumindest das übersetzen. Also Chinese Checkers, auch bekannt als Sternhalmer Stern. Oder Trilmer. Stern hat doch 6. Luti, hast du eine Ahnung? Luti, gib Daumen hoch, was auch immer das heißt. Okay. Luti heißt es da. Gib Daumen hoch, wenn du es weißt. Gib Daumen hoch. Kannst anrufen oder Publikum. Okay, dann will ich Telefon. Telefon. Luti wird angerufen. Go. Einmal bitte Palm Beach wählen. Hier bei Vicatös. Bin ich hier richtig bei Vicatös? Hallo? Vicatös? Luti? Oh mein Gott, geht der nicht dran? Er ist reingelaufen zumindest. Luti, wir hören dich nicht. Hallo? Ah ja, Luti, jetzt, hi, hallo. Okay. Hallo, willkommen bei Vicatös, was wollen Sie bestellen? Vicatös Support Hotline, wir haben hier die Justizministerin in der Millionenshow und sie möchte was über die Chinesen wissen. Ihr habt 30 Sekunden, bitte. How many points traditionally make up a Chinese checkers board? 5, 6, 7 oder 8? Chinese Checker ist 1 zu 1 Halmer und das hat 6 Zacken. 6 Zacken, ja. Ja. Vielen Dank. Wenn es falsch ist, kriegst du Stress. Dann gibt Chase nicht die Schuld. Okay. Danke dir. Wie wollt ihr es bestellen? 6. Okay, ja. Ich hätte tatsächlich auch 6 geraten, weil ein Stern ja auch 6 Zacken hat, also nehme ich das jetzt. Also ging es hier doch um Zacken, nicht um Punkte. Diese Sprache. Gut, Antwort B. Aber das hatte in der Mitte auch noch. Ich meine, ja, Points ist, kann man auch mit Zacken oder halt Spitzen übersetzen. Ne? Vicatös war so richtig. Okay. Ja, super. Super, danke, Luke. Also, dann kriegst du ein mit 10. Kaviar is obtained from the eggs of which type of creature? Oh, du sagst ja schon fast was ziemlich Gutes. Sind die Eier von Vögeln, Fröschen, Insekten oder Fischen? Von Jason, also Fisch. Jason ist ein Fisch, das sag ich zum ersten Mal. Er riecht so. Ah. Was? Auf mich zu schlagen. Okay, wir kommen jetzt zur 10-Witz-E-Frage. Also wenn du das richtig beantwortest, hast du... Oh, dankeschön. Oh, Herzen. Dann hast du auf jeden Fall 10-Witz-E gewonnen.
wenn du das jetzt richtig antwortest. Okay, okay. Which writer is best remembered for the classic vampire story Dracula? Mary Shelley, Bram Stoker, Charles Dickens, oder Jules Verne? Ich glaube, es ist B. B, Bram Stoker. Aber sicher bin ich mir auch nicht. Ach, ich nehme es. Ich glaube, also ich glaube, dass er das geschrieben hat. Ja, ich nehme das. Ja? Ja, bin überzeugt. Bist doch überzeugt, okay. Mal so vor ein bisschen unsicher und dann überzeugt. Ja, ich muss überzeugt sein. Sonst ist es schwierig. Sonst kann ich es nicht einloggen, das stimmt, ja. Ja, nee. Ja, nimm das einfach. Sonst ich hab 10 WC. Mashallah. Sehr schön. Danke. 1000 Euro. 1000 Dollar. Ja. 10 World Coins. Du hast auf jeden Fall 10 World Coins gewonnen. Gratuliere. Was machst du damit? Ich freue mich einfach, dass ich besser abgeschnitten habe als Jason. Ja. Hat der nicht auch den World Coins bekommen? Ich dachte, er wäre eine Frage vor mir. Egal. Ich werde die nächste Frage sowieso hinkriegen. Deswegen freue ich mich einfach. Prinzipiell. Okay. Mit den 10 WC, die pisse ich auf Jason. Genau. Weiter geht's. Oh mein Gott. Okay. Gut. Bist bereit? Ja, ich bin bereit. Hold on. Muss ich aber davor auch schauen. Ich habe noch nicht auf Next Question gedrückt. Das ist nur ein Anzeigefehler. There we go. What was the... Es war noch nicht die Frage. Ich habe noch nicht auf die Ding gedrückt. What was the name of the winged horse of Greek mythology? Aber ich weiß, es ist wieder was Griechisches. Silver, Bellerophon, Champion oder Pegasus? Pegasus. Das klang sicher. Pegasus, das letzte Einhorn. Wenn es nicht Pegasus ist, dann haben alle meine Bücher früher gelogen. Meine Pferdebücher. Alle deine Pferdebücher. Da kennst du dich aus, Spezialgebiet? Pferde mit Flügeln? Ja, ich habe so ein Buch, so eine Buchreihe gelesen. Also wenn es falsch ist, dann verstehe ich die Welt nicht mehr. Oh, zum Glück. Lest Bücher, meine Kinder. Dann geht es jetzt um 40 World Coins. Though silence is not an official rule, at which of these sporting events are people traditionally expected to remain quiet? Wimbledon, the World Series, Tour de France, or Boston Marathon? So, was ist Wimbledon und was ist die World Series? Das ist die Frage. Ich kann mal das Wort Wimbledon für dich hier eingeben. Vielleicht gibt es eine auf Deutsch übersetzte Version, die jetzt nicht gleich verrät, worum es hier geht. Wimbledon. Wimbledon Championship. Das heißt so. Ha. Das heißt so. Also die Sportart heißt nicht so, aber das Sportevent heißt Wimbledon Championship. Pino, was machst du hier? Warum bist du auf der Bühne? Was? Willst du wissen, was Wimbledon ist? Also Wimbledon ist ein... Nein, will ich nicht. Geh weg, du bist Zuschauer. Was ist falsch mit dir? Okay. Geh von der Bühne runter. Hallo? Geht's noch? Jesus. Du kannst dann reden, wenn sie den Joker verwendet für dich.
Also, ich hab Google hier, danke. Telefonjoker ist schon verwendet. Du kannst auch den Publikumsjoker machen, wo sie dann abstimmen. Was ist der letzte Joker? 50-50 würde zwei falsche Antwortmöglichkeiten wegstreichen. Ich mach 50-50. Aber 50-50. Warum muss ich auswählen? Das ist der Publikumsjoker. Ach so, warte, ah, sorry, links sorry, kann ich es auswählen? Ah ja, okay. Super, danke. Ja, okay. So. Die zwei, mit denen wir nichts anfangen können, Wimbledon oder der World Series. Also ich möchte nochmal sagen, Wimbledon ist nicht der Name der Sportart, sondern der Name vom Sport-Event. Auch nicht. Wimbledon Championship oder the World Series. Ich nehme Wimbledon. Antwort A, Wimbledon. Bist du dir sicher? Nein. Möchtest du einen Joker trotzdem verwenden? Nee, ich glaube nicht, dass die anderen das wissen. Okay, dann final answer A. Ja. Also Wimbledon, was ich soeben rausgefunden habe, nicht durch Pino, der hier einfach reinrennt, sondern durch Google, danke, das kann ich selbst. Die Wimbledon Championship ist ein Tennisturnier. Sorry, ist mir runtergefallen. Und es wird erwartet, dass das Publikum ruhig ist, entweder bei der World Series oder beim Wimbledon Tennis Turnier. Ach Mann. Es ist Wimbledon. Oh, was ist die World Series? Keine Ahnung, das habe ich jetzt nicht nachgeschaut. Ich habe nur das Wort. Jetzt könnte Pino gerne. Pino, jetzt bitte. Weißt du, was die World Series ist? Bevor ich jetzt das noch google. Ja, jetzt ist er ruhig. Sieht süß aus, aber. Es geht, danke, dass du mir helfen wolltest. 80 WC. Which of these actions can launch projectiles at speeds of 100 miles per hour? Jetzt schießen wir etwas. Spitting. Coughing. Waving. Oder sneezing. Ich nehme sneezing. Aber ja, ich nehme sneezing. Du niest mit 100 miles per hour? Was sind 100 miles per hour? Okay, ja gut, das können wir Google. Regie, warte, Jason sagt, was, Jason? Sie sagen 160 oder 120 km/h. Dann nehmen wir da einfach mal das. Also wenn du niest, dann geht das ja durchaus schnell raus hier, der Schnodder, ne, natürlich. Aber ist es so schnell? Bist du dir sicher? Ja, keine Ahnung. Ich nehme das einfach. Okay. Mann, warum kriegst du mehrere Fragen? Das war ja unfair. Spucken, husten, winken oder niesen? Ich glaube, husten ist das, was am ehesten noch. Ja, ich. Von ja, diesen niesen. Vier Möglichkeiten würde ich persönlich sagen, ist das schnellste. Oh, niesen. Besser ist. Besser ist. Aber ich glaube, husten kann man auch, wenn man so richtig so. Ah, egal, machen wir weiter. Kann schon schnell gehen. Vor allem, was du mir sagst. Aber das habe ich auch also gehört, dass wenn du halt wenn du niest, dass das halt extrem schnell geht. Also diese 100 Miles per Hour, das kann schon stimmen, ja. Eine Meisterleistung des menschlichen Körpers. Meisterleistung, ja. Meisterleistung.
Es wird langsam wieder spannend. Wir kommen jetzt zur 160 Worldcons Frage. Du bist ganz knapp wieder am nächsten Checkpoint. How many balls are on a pool table at the start of a game, including the cue ball? Pool table ist doch Billard. Genau, ja. Oder? Ja. 12, 14, 16 oder 18. Wartet, ich muss kurz mein Headset an. Ja, okay. Alle schießen so lustige Emojis rum hier. Ich habe auch lustige Emojis. Ich kann Republik werfen. Republic. Republic. Was ist ein Cueball? Ein Cueball. Ich würde jetzt mal annehmen, das ist wahrscheinlich der weiße Ball, mit dem du am Anfang losschießt. Anzahl an Bällen ist nicht eine gerade Anzahl. Also jeder Spieler muss doch gleich viele Bälle weghauen, oder? Oh Mann! Das kann ich dir nicht sagen. Also wir haben uns darauf geeinigt, dass es hier um Billard geht. Nimm C. Du nimmst C? 16? Ja, weil auf der schwarzen Kugel steht 8. Und 8 mal 2 ist 16. Big Math hier. Das heißt, du hast außer einmal die... Die zwei werden jetzt nicht mitgezählt, die schwarze und die weiße, dann sind 18, aber... Naja, auf 16. Dem Billardtisch, including the cue ball, also alle, würde ich sagen. Das heißt, du hast einmal die weiße Kugel und dann die anderen, die da schon den Dreieck aufgelegt sind, sind dann 15 Stück, sagst du? Ja, sage ich jetzt einfach mal so. Nehme ich mir jetzt raus. Nimmst du dir raus? Sag ich jetzt. Dann loggen wir das an. Nimmst du mir raus? Nimmst du dir einfach raus. Ist gut, frech. Wie ich immer so schiele, wenn ich zur Seite schaue. Ja. Also, richtig nosy. Hier. Bis jetzt wissen. Wir können auch gerne nachher... Oh mein nachher, Gott, der hinter mir. Wir können auch gerne nachher Billard im VR-Chat spielen, dann können wir die Bälle einfach mal nachzählen, die Kugeln. Und dann können wir feststellen, ob es tatsächlich... Okay, aber ich erfasse jetzt. Ob es tatsächlich... Oh Gott, was ist das für... 16 sind. Ich muss es so spannend machen, das ist mein Job. Wie heißt der in Deutschland, der das macht? Ich weiß, in Österreich ist es der Armin Jauch, Assinger. Günther Jauch. Günther Jauch. Oh mein Gott, der Jauch. Ah, der ist mir unsympathisch. Ich mag den nicht. Ich bin zu österreichisch, um ihn zu mögen. Erinnert mich an so einen Zahnarzt oder so. Ja, wirklich. Aber kennst du Thomas Gottschalk? Ja. Von, ist der Deutscher? Die Wette gilt, Dings. War der nicht... War der Deutscher? Ich weiß gar nicht. War der nicht Österreicher sogar? Weiß ich nicht, aber besser Mann. Wollte ich nur kurz anmerken. Ja, ja, wo top ich so die Wette an auch gedacht habe. Ja, glaub, ja, genau. Ich glaube, das gibt's gar nicht mehr, die Show, oder? Lada. Doch, er hat jetzt irgendwie wieder angefangen. Ah. Aber ich cool. Hab's nicht geschaut. Nice. Jetzt wird's richtig spannend. Ist das die nächste Fall. Frage? Genau. So, okay. Jetzt. 320 Worldcons ist der nächste Checkpoint. Wenn du das richtig beantwortest, 300. Hast du auf jeden Fall 320 Worldcoins gewonnen. Okay, stabil. Jetzt kommt so, wer ist der Host von Top die Wette gilt? Ich glaube auch, dass es das auf Englisch gibt. Hm. What is the name of the famous statue in Copenhagen Harbor? Das weiß ich vielleicht sogar, weil ich erst letztens dort war. The Little Angel. Angel. Ich kann nicht mehr reden heute. The Little Angel, The Little Princess, The Little Nymph oder The Little Mermaid. Also ich glaube, ich weiß die Antwort. Ja. Ja. Die berühmte Statue im Kopenhagen Hafen. Der kleine Engel, die kleine Prinzessin, die kleine Nymphe oder die kleine Meerjungfrau. Ich
Schönes Wetter heute. was tut die da? What the fuck? Die Leute haben mit ihre Kameras rumfliegen, damit sie dich aus allen Perspektiven sehen können. So, damit sie meine Schönheit. Genau. Wie ich aussehe. Wunderschön auf dem großen Bildschirm hier. Also, ene mene miste, es doppelt in der Kiste. Das ist jetzt so eine Situation. Und du bist weg, weg. Bist du noch lange, lange? Sag mir erst, wie alt bist du? Da ist halt. Hier. Ich nehm D. Okay, cool, cool. Ich wollte nur sagen, das ist jetzt so eine Situation, wo du also jederzeit jetzt sagen könntest: Ey, weiß ich nicht, keine Ahnung, zu riskant. Ich gehe und nehme jetzt die 16, also die 160 World Coins. Wenn du jetzt nämlich falsch liegst, fallst du runter auf die 10 World Coins. Just saying. 160 oder 10 macht, um ehrlich zu sein, nicht so einen großen Unterschied. Ja, das stimmt. Unsere Wirtschaft wirklich nicht. Vor allem, wenn Jason im Publikum sitzt. Jason? Sendest du geheime Signale? Also nein, so habe ich es nicht gemeint. Okay. Ich gebe dann nicht vor Jason auf. Ah, okay, verstehe. Wenn ich so ein Opfer wäre. Also finale Antwort D? Ja, ich habe es ausgezählt. Also ich war ja letztens in Kopenhagen. Mhm. Hab dort neue Freunde gefunden. Tell me more about it. Oder, oh, später dann Mädchen. Nicht hier im Fernsehen. Diese Stadt habe ich gesehen im Hafen. Die haben wir gesehen, ja. Die haben wir besucht, sind vorbeigegangen. Okay, das hört sich schon mal gut an. Ich hab dir vorgelesen, Kopenhagen Hafen. Habe ich dir vorgelesen. Jedenfalls gibt es da auch eine lustige Geschichte. Genau. Der Kopf von der Statue ist immer wieder gestohlen worden. Ich weiß nicht, was die Leute gegen diese Statue haben, aber die gehen dahin, sägen den Kopf von der Statue ab und stehlen ihn einfach. Und das ist schon 2-3 Mal passiert. Hey. Also die haben da ein großes Security-Problem. Und ja, das steht am Hafen. Jetzt ist die Frage, ist es eine Prinzessin oder eine Meerjungfrau von Engel? Also entweder C oder D. Sind Nymphen nicht im Wasser? Oh. Es ist The Little Mermaid. Ja, sind Nymphen auch im Wasser? Ich glaube, die sind auch im Wasser, keine Ahnung. Aber der Geschichtenschreiber, also der Erfinder von der kleinen Meerjungfrau, wo es dann auch den Disney-Film dazu gibt, ne? Das stammt auch aus Dänemark, soweit ich weiß. Aus Kopenhagen. Genau. Also ehrlich gesagt, habe ich es mir ein bisschen gedacht, aber ich wollte nicht. Also es ist eine Statue für in Ehren von dieser Geschichte quasi. Deswegen ist sie auch jetzt letztens wieder ein bisschen, glaube ich, bekannter geworden, weil sie jetzt irgendwie diese Live-Action-Neuverfilmung gemacht haben von der kleinen Meerjungfrau. Und ich weiß nicht, diese Statue wird ständig sabotiert und beschmiert. Und das ist auch, irgendwer hat mal draufgeschrieben, racist fish. Und es ist runtergewaschen, du kannst es immer noch erkennen. Du siehst immer noch, ja, da stand mal racist fish drauf. Irgendwas da drüben. Du hast auf jeden Fall 23 World Coins. Gratuliere. Ich bin reich. Liegt schon ein Scheck hier mit deinem Namen. Oh. Ja. Du näherst dich den höheren Preisen. Mal gucken, wie lange ich noch auf dem Weg bin. Anschauker hast du noch. So, 640 World Coins. Which character was left home alone in the 1990 movie? Einfach Peter, das Erste, wo ich sicher sagen kann. Mikey oder Mickey, Kevin oder Jordan. Oh, das Kevin Abi. Das ging schnell. Kevin, bist du dir Kevin sicher? Kevin chillt allein zu Hause. Wenn das ist. Okay.
gerne nur noch so Fragen. Das ging schnell. Du überschreitest jetzt die 1000er-Marke für die Worldcoins. Wir sind jetzt bei 1250. Oh mein Gott. Jetzt geht's tatsächlich langsam um was, ne? Mesopotamia is now in which country? Irak? Iran? Saudi-Arabien? Oder Jordan? Jetzt cuttest du gerade ein bisschen aus. Ich weiß nicht, ob das an mir also, liegt oder an dir. Das weiß ich von. Was von anderen? Das weiß ich von Stadtlandfluss. Stadtlandfluss. Aber ich muss gerade überlegen. Also, in einem Land war es früher und das ist jetzt das andere. Mesopotamien. Da ist doch noch ein Publikumsjoker. Es ist entweder Irak oder Iran. Naja, es ist Irak. Es ist nicht entweder Irak oder Syrien, glaube ich. Ja, ich nehme Irak. Oh, warte, Irak mit Q heißt auch übersetzt Irak mit K, oder? Da bin ich jetzt dumm. Ja, da bin ich mir ziemlich sicher. Irak. Ich nehme auf. Warte, wenn ich jetzt verkacke, wie viel habe ich? Wenn du jetzt verkackst, fallst du nur runter auf die 320. Also. Ja, okay. Du bist literally gerade, okay. Also gerade am Checkpoint vorbei. Okay. Also sicher A? Stimmt. Mesopotamien liegt jetzt in dem Gebiet von... Oh. Es... Irak. Stadtlandfluss in erster Linie. Stadtlandfluss als Quelle, auch schön. Dann kommen wir jetzt zu 2500 Worldcoins. Das ist, ich muss gleich anmerken, das ist der zweithöchste Preis, den du gewinnen kannst, weil die 10.000 sind schon weg. Die hat schon Nilovic gewonnen. Ja. Hatte ich jetzt gerade einen Checkpoint? Nein, das war kein Checkpoint. Also nur die Weißen da liegen. Oh Mann. Ah, bin ich jetzt beim Checkpoint? Nein. Also nur die Preise, die in weißer Schrift dastehen. Also das, jetzt gibt es keinen Checkpoint mehr bis zu 10.000. Das ist aber unfair. Okay, naja, okay. So unfair würde ich das nicht. Nein. Alles gut. Du kannst natürlich jetzt auch sagen, es 320 ist 320 oder 2K, beides das gleiche. Du kannst jetzt auch sagen, es ist genug und du gehst, wenn du die Antwort nicht weißt. Aber lies mal die Frage. Which of the following was first opened on July 7, 1958 in Toluca Lake, California? Burger King. Wow. Taco Bell. Kentucky Fried Chicken. Oder IHOP. IHOP? IHUP? IHOP. Was ist IHOP? Keine Ahnung. Aber ich meine, dadurch, dass das definitiv alles jetzt hier Eigennamen sind, Restaurants oder Firmen, Restaurants eigentlich, Burger King, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken, wird IHOP auch irgendwie sowas sein. Werde ich jetzt, glaube ich, nicht übersetzen können. Wie war das? Ich muss ein bisschen lauter reden. Also, ich bin am überlegen, ob ich einen Community-Joker nehme. Der Community-Joker. Aber ja. Ich weiß nicht, ob die das wissen.
Meine, du bist nicht verpflichtet, das zu nehmen, was sie dann wählen. Ja, aber... Ich weiß es ja selber nicht. Ja, ist die Frage. Hey, Publikum. Ist dir das? Fein. Ich weiß nicht, was Jason für Signale macht. Er schränkt die Hände. Die nicht. Anderen sind eher stillschweigend. Also 1958. KFC wurde doch in, wie heißt es, in so einem ländlichen Ding gegründet. Und, in so einem ländlichen Ding? Ja, wisst ihr, wie ich meine? Ja, wurde es nicht da auf so einer Farm oder so. So eine Umgebung, keine Ahnung. Ja, ich glaube, das ist nicht. Weil, ja, ich muss ja nach irgendwelchen Kriterien ausschließen, also... Kentucky Fried Chicken wurde irgendwo da, keine Ahnung, bei den Inzestleuten gegründet oder so. Bei den Inzestleuten? Ja, mir fällt gerade der Ort da nicht ein. Sweet Home Alabama. Also. Okay. Die Inzestleute. So, Burger King. Keine Ahnung. Ich glaube, Burger King wurde schon früher gegründet. Und das kommt mir so vor. 1958. Wie viel habe ich jetzt, wenn ich gehe? Wenn du jetzt gehst, hast du 1250 World Coins. Ja. Schwierige Lage, schwierige Hase. Wenn du falsch liegst, also, dass ich schon alle Joker verbracht habe. 320 World Coins. Ja, ich bin halt in die Serie hier reingegangen mit dem Gedanken Never Give Up. Will ich jetzt auch nicht weglaufen. Du bist doch ziemlich weit gekommen. Ja, ich bin auch ziemlich weit, aber eigentlich will ich auch noch weit. Und eigentlich ist mir das Geld auch gar nicht so wichtig. Ruhm und Ehre. Deswegen rate ich jetzt einfach. Okay. Also A und C sind für mich raus, aus wegen hochwertigen Auswahlverfahren, ja, das ich gerade erklärt habe. Und, Taco Bell oder IHOP, keine Ahnung, was IHOP ist. Ja, ist halt blöd, dass ich weiß, was IHOP ist. deswegen kann ich mir jetzt für Taco Bell überlegen, ob diese Kriterien passen. Kannst dir mal ich glaube, eingeben. Das ist Taco. Okay. Das IHOP, aber ich glaube nicht, dass da irgendwas großartig. Vielleicht kannst du mir sagen, was es da zu essen gibt. Oder also ob es überhaupt ein Restaurant ist. Es ist ein Restaurant, das auf jeden Fall, ja. Ich weiß nicht, ob ich dir sagen soll, was da zu essen gibt. Es ist ein Restaurant, es heißt IHOP. Restaurantkette. Ah, ich weiß nicht, ob ich dir sagen darf, wofür die Abkürzung steht. Darf ich das? Ist das sozial? Ah, sind wir mal freundlich. Also wir haben Burger King, Taco Bell, Kentucky Fried Chicken und IHOP, auch bekannt als International House of Pancakes. Okay, Pancakes. Ja, okay, eigentlich sagt mir das auch nicht. Aber... Cakes oder Taco. Ich weiß jetzt nicht, was zuerst damals gab. Aber ich glaube, dass es Taco Bell noch nicht so lang gibt. Die Frage ist ja auch nicht, was es als erstes gab, sondern was eben genau 1958 am 7. Juli in Toluca Lake, Kalifornien geöffnet worden ist.
Ist so spezifisch, nämlich jetzt auch nicht generell zum ersten Mal, sondern so, ja, genau dort. Aber wahrscheinlich ist es ja, wahrscheinlich ist das erste Restaurant. Nee, ich habe die Frage schon richtig verstanden. Burger King meinte ich ja auch, dass es früher geöffnet hat. Ich glaube nur, dass Taco Bell nicht 1958 gegründet wurde. Weil das Ding ist, ich habe von Taco Bell erst übel spät erfahren. Und deswegen glaube ich einfach, dass es das noch nicht so lange gibt. Ich sag, ja, also damals 1958 hat Pico das noch nicht gesehen. Gar nicht. Ja, okay, ich muss ja irgendwie was auswählen. Ja, muss ja irgendwie. Burger King, glaube ich, gibt's schon länger. KFC, Sweet Home Alabama, gerade schon erklärt. Taco Bell, glaube ich, gibt's noch nicht so lange. Und IHOP kenne ich. Kann's ja auch sein, dass es das früher gab. Jetzt halt nicht mehr so beliebt. Weil es halt so ein alter Schinken ist von 1958. Weißt du? So ein alter Schinken. Damals, ja. Toluca Lake. Damals war es halt so, dass man so Pancakes, International Pancake Houses geöffnet hat. Deswegen nehme ich jetzt IHOP. Wenn es falsch ist, dann heul ich für euch alle. Was machst du dann für uns? Ich heul dann. Ah, du heulst extra laut, dass ihr es alle hört. Okay. Cool. Okay, cool. Also, final answer D, IHOP. Ja, ich nehme es einfach. Wir stehen hier. Ich schwöre, wenn es jetzt Taco Bell ist, reiß ich komplett aus. Es stehen hier 2500 Worldcoins auf dem Spiel. Wenn du falsch liegst, fällst du runter auf 320 Worldcoins. Oh, wenn es jetzt KFC ist, oh mein Gott. Ja, mach einfach. Mach, geh durch. Oh. Ja, das gibt's bestimmt heutzutage nicht mehr, deswegen kenne ich das nicht. Ja, Leute, ich wusste es von Anfang an natürlich. Ich wollte so eine spannende Show machen. Ja, ist ja klar. Ja. Super. Du kommst jetzt zum höchsten Preisgeld, das ich dir geben kann. Und zwar 5000 Worldcoins. Willst du das mitnehmen? Darf ich danach dann aus Spaß noch die nächste Runde weitermachen? Aus Spaß, Million? Ja, sicher. Ich glaube, habe ich irgendwas gesagt? Ich habe gesagt, ich könnte die Leute, die jetzt noch 10.000 das schaffen würden, ich gebe ihnen dann 5.000 und keine Ahnung, 100 goldene Zahnräder obendrauf oder sowas. Ich weiß nicht. Ich könnte ein Achievement machen. Ja, okay. Server-Achievement. ja, ich mache auf jeden Fall weiter. 5.000 Aber back down. Worldcoins. About what did Emily Dickinson say? This starving makes it fat. Loss. Anger. Love. Winter. Ich habe keine Ahnung, worum es geht. Es kommt aus einem Buch. Ah. Emily Dickinson ist nämlich eine Autorin. So viel weiß ich tatsächlich. This starving. Gelesen habe ich das nicht. Also Winter ist auf jeden Fall schon mal raus, weil was hat Winter jetzt? Also Winter auf jeden Fall ab, weil ein Gefühl. Glaube ich nicht, dass es das ist. Dann haben wir zwei, die mit L anfangen. Das ist natürlich schon ein Hinweis dafür, dass es vielleicht mit L anfängt. This thing. Aber this mit ohne H. Heißt es einfach das normale this oder heißt es jetzt ein anderes Wort?
Tis, Tis Darby makes it fat. Bitte einmal übersetzen. Bitte einmal übersetzen. Ja, pff, wie soll ich das übersetzen? Ich würde sagen, es ist eine umgangssprachlichere Schreibweise von Tis, oder? Ja. The starving makes it fat. Ist irgendwie so. Ja, okay. Hätte ich jetzt mal gesagt. Starving fat? Makes it fat. Irgendwie kein Satz. Is starving. Love starving. Also wenn man keine Liebe kriegt, dann wird man doch eher dünn, weil man nichts mehr isst, traurig ist. Bei einem Loss kann schon sein, dass man mal so was essen macht. Du hast doch noch eine Puppe. Und bei Anger. Aber ich glaube nicht, dass die das wissen. Aber wann würdest du ihn einsetzen, wenn nicht jetzt? Wisst ihr das? Bitte Zeichen geben. Jason, weißt du das? Nicht mit ihm reden. Nein. Mach doch Zeichen, Daumen hoch, runter. Nein. Was passt mit deinem Hand? Bist du dumm? Keine Zeichen. Publikumsjoker, ja oder nein? Come on. Ja, komm Leute, ich mach Publikum. Oder? Jason verdecken. Das Ding ist... Also, oh, Publikum. Jetzt hast du ihn einfach genommen. Okay. Super, ich nehme Publikumsjoker. Wollte ich natürlich machen. Ja, du hast gesagt Publikumsjoker. Ja, du redest damit, Chase. Ja, mach einfach. So, ja, about gut. What did alles Emily gut, Dickinson say? The story makes it fat. Loss, anger, love oder winter? Geht nur, wenn ihr es wisst. Danke. Ich auch, wie viele Antworten bekam. Ja, wenn wir fertig sind. Wir haben 1, 2, 5 Leute im Publikum. Jetzt haben wir 3 Leute abgestimmt. Das waren mal die 3 da hinten. Ich weiß nicht, die anderen 2 sind die gerade AFK, die bewegen sich gar nicht. Oh, Luti springt. Hast du schon abgestimmt, Luti? Ist das ein Ja? Okay, gut. 5. 4, 3, 2, 1. Ja, das ist sehr gut. die vierte Super. Stimme Joker kam noch im letzten genutzt. Moment ran. Wunderbar. Ja. Back to the roots, was ich eigentlich sagen wollte. Ja, also ich schwanke zwischen A und B. Meine Logik ist einfach, ich überlege, wie ich mich fühlen würde und was machen würde, wenn ich dieses Gefühl hätte. Und bei beiden kann ich mir vorstellen, vielleicht, ja, ich glaube, ich verstehe die Frage auch nicht, aber ist auch egal. Ich muss ja sagen. Ich löse das jetzt ganz professionell. Ja. Ein Elefant spuckt an die Wand spuckt zurück und du hast Glück. Mhm. Antwort B. Du bist dir sicher? Anger? Nee, der Elefant hat angespuckt, also nee, es ist einfach. Einfach Elefant hat angespuckt. Kann halt for real beides sein. Es kann halt for real beides sein, aber was soll ich machen? Du hättest auszählen hilft immer, Leute. Du hättest doch mit 2500 World Never Coins give gehen up. Können. Never give up. Wenn du jetzt falsch liegst, hast du nur 320 World Coins. Mir ist das Geld scheißegal. Ich hole mir das Geld woanders. Lose, ein Anruf. Kein Spaß, Leute. Ja, löst bitte auf, bevor ich Gänsehaut kriege. Hast du schon Gänsehaut? Hast ja, natürlich. Hast du Gänsehaut? I'm getting angry. Getting fat, ja! Oh mein Gott! Der Elefant. She's getting angry. Was ist das? Leute, ich habe jetzt 3-mal, glaube ich, ausgezählt. Jason, wie fühlst du dich da hinten? Hm? Warum bist du, warum,
Warum bist Junge, du nicht so weit gekommen? Ich habe so schwierige Fragen gekriegt. Ich fand deinen teilweise manchmal echt abartig, aber manche fand ich eigentlich relativ einfach, muss ich sagen. Aha. Ich habe nichts gehört, was er gesagt hat. Er sagt, manche findet er abartig, manche fand er relativ einfach. Ich glaube, er meint deine Frage. Welche fand er relativ einfach? Sag ein Beispiel. Zwei. Die fandest du einfach. Ja, hast du gegoogelt? Mit Google, ja, hier. Pff, okay, cool. Ja, Junge, du Arsch. Gratuliere, du hast 5000 World Coins gewonnen. Der höchste Preis, den ich dir auszahlen kann. Wie gesagt, 10.000 sind schon weg, bla bla. Jetzt können wir noch um die 10.000er-Frage spielen. Wenn du es auch noch gewinnst, dann keine Ahnung. Gebe ich dir noch 100 goldene Zahnräder. Okay, aber wenn ich verliere, Ja, okay. Na, die 5.000 hast du fix. So, also das hast du vorher gemeint wegen Checkpoints. Okay. Ja, nein, das... Die 5000er okay. Frage ja, hast du jetzt richtig Frage gehabt. Noch. Ja, das 5000 hast du. Wenn die Frage so einfach wird, dann lache ich. So, die 10.000 Worldcoins Frage, die es nicht gibt. Die 100 goldene Zahnräder Frage. What 1980s TV show had a theme song that started with I bet we've been together for a million years. I bet we've been together for a million years. Na. Ja. Mach die Antwortmöglichkeiten. Als ob du das warst. The Big Bang Theory. Oh, hört sich an wie The Big Bang Theory. Bosom Buddies, Family Ties, Charles in Charge oder Mr. Belvedere. Big Bang Theory? Peinlich. Hier steht 1980s. Ich dachte, es wäre das Lied davon. Ja, nee. Ist auch, glaube ich, einfach nicht. Ja, egal. Bet we've been together a million years. Also, ich finde den Namen Mr. Belvedere sehr lustig. aber. Been together from. Es gibt ein Schloss in Wien mit dem Namen Belvedere. Das Belvedere ist ein Schloss in Wien. Was? Eine Kunstgalerie. Also ich... A und B das wieder. Aber sicher bin ich mir auch nicht, weil der Text hört sich so an, wie als... Also sagt der... Ich... Keine Ahnung, ich schätze, wir sind schon für eine Million Jahre zusammen, ja, bla bla. Entweder sind es Buddies oder eine Family. Die halt together sind. Schade, dass ich jetzt keinen Joker mehr hab. Nö, die sind alle weg. Schau mir deinen Check an. Ja, also ich... A oder B. A oder B, bet sagst du. We've been together for a million years. Ja, also ich glaube, bei der Textserie ist so, sagst du, dass man so lange zusammen war und so. Da denke ich halt an entweder ein Pärchen oder Best Friends oder halt eine Familie. Aber warum million years? Ich meine, den Family Tree geht ja Millionen Jahre zu. Aber dann sind wir nicht genau die Person, die together war. Du kannst doch jetzt aufgeben, das geht auch immer noch. Dann kriegst du auch auf jeden Fall 5000. Nee, ich mach da keinen Unterschied. Ich noch einen Auszählspruch. Ich hatte den Elefant, ich hatte eine Minimiste. Was gibt's noch? Ene, mene, Mister. Ene, mene, Mu, hattest du das schon? Das kann ich nicht. Ich weiß gar nicht, wie es weitergeht. Ene, mene, Mu. Ja, und raus bist du. Und raus bist du. Na, warte, das geht auch immer. Warte mal. Wie ging das denn? Da gab es doch noch eins. Wo auch dein Name vorkam oder die Anzahl der Buchstaben?
Inimenemo. Ich kenne doch bestimmt noch einen Spruch. Oh, ich kenne einen. Irgendwie so. Ein Schiff fährt nach Amerika. Was hat es bloß geladen? Bier, Schnaps oder Wein? Was darf es denn nur sein? Martin, Bier, Schnaps oder Wein? Schnaps. Schnaps, 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 du bist ein Schatz. Family Ties. Ich bin ein Schatz? Wie Family Ties. Bist du dir sicher? Der Schnaps hat gesprochen. Der Schnaps hat gesprochen. Egal, jetzt bin ich auch nicht. Ist egal, ob's richtig geil. Ich hab mein Geld. Jason, du stehst in der Bühne und machst Lärm. Schleich dich. Boah, sorry, dass ich mein Headset aufgesetzt habe, oh mein Gott. Ja, nicht in der Bühne. Hier dürfen nur Leute sein, die Geld verdienen. Und du gehörst nicht dazu. Aber Pico schon. Ich hab auch Geld verdient. Oh mein Gott. Oh, viermal mit abzählen. Ah, Wahnsinn. Oh. Möchten Sie etwas kaufen? Danke. Republik. Möchten Sie etwas kaufen? Republik. Ich habe ein Glas. Oh. Möchten Sie etwas kaufen? Da oh mein Gott, der Lage grad. Da ist ein Händler. Oh. Warum hast du das, so eine komische Nase? Da kommst du noch ran und sagst, oh, du schaffst es sicher nicht weit, oh, Jason soll vorher gehen, bla bla bla, und dann geht sie einfach auf bis in 1 Million. Ich pack's nicht. Ein Wahnsinn. Hier ist dein Scheck, wo drauf steht, 1 Million Dollar. Es wären danke. 10.000 Worldcoins, die hat schon Nilovic, du kriegst 5.000 Worldcoins und obendrauf noch 100 goldene Zahnräder. Vielleicht mache ich mir noch die Mühe für ein Server-Achievement, dann kriegt das auch noch du und Luti und Nilovic, also die Leute, die 10.000 geknackt haben. Wunderbar! So Leute, jetzt stellt euch alle auf, dann zähle ich aus, wer die 10.000 kriegt. Ich kann... Leider keinen Spruch mehr. Sorry, Leute, sonst hätte ich das sehr gerne. Kenn ich nicht, sorry. Oh. Damit sind wir durch. Das hat voll Spaß gemacht. Das hat voll Spaß, das ist freundlich. Es war sehr teuer. Das war die FCN Server Millionen-Show gehostet im VR-Chat. Holding ist nicht ganz bankrott, weil heute die Leute nicht so gut waren wie letztes Mal, glücklicherweise. Ha. Kommt gut nach Hause. Schwierigkeiten. Wee. Verabschiedet euch vom Fernsehen, goddammit! Ich sehe da auch meinen Namen drauf, du Hund. Du kannst den Scheck Republik ohne deinen Namen drauf gar nicht einlösen. Republik. Hallo. Spielt auf FCN-Server. Republik. Oh.